Auf der Suche nach dem ältesten Angelköder Deutschlands, Österreich und der Schweiz bin ich unterwegs und in einem tollen Ort zu einem tollen Fachgeschäft. Da gab es extrem viele Kommentare, ich soll doch mal bitte hierher fahren. Was habe ich gemacht? Natürlich mit dem Camper. Und hier seht ihr das, hier ist mein Koffer. Wer da alles schon drauf war und den ich alles schon besucht habe. Und ich gehe mal rum jetzt hier. Und jetzt könnt ihr es vielleicht auch erkennen. Sieht ziemlich modern aus. Eine moderne Halle. Und ich gehe einfach mal jetzt hier lang. Und wir haben heute den 13. Februar 2023. Guckt mal, das ist... Ist das alles Angeln? Das ist eine Riesenhalle. Was ist das denn? Das ist ja riesengroß. So, und jetzt gucken wir, sieht den Fisch da schon? Ja. Und hier kann man das vielleicht jetzt schon sehen, ne? Hermanns Angelhütte. AN. Hermanns Angelhütte. Sieht gut aus. Das sieht richtig schick aus. Guckt euch das mal an. Was ist das für ein Fachgeschäft? Meint ihr, die haben den ältesten Angelköder? Guckt dir das mal an hier. So, sie wissen von nichts, wie immer. Ich kündige meinen Besuch nicht an. Wo stehe ich hier mit dem Camper? Guckt mal hier. Und da sind noch ziemlich viele Parkplätze. Schönes Wetter heute, mild. Wir haben 9 Grad im Februar. Und jetzt gehe ich mal hier rein und mal schauen. Was steht da denn dran? Grillzeit, Wildschweinbraten, Dammwildburger, Wildbratwurst, Dammhirsch, Wildschwein, okay. So, hier die Öffnungszeiten, Montag bis Freitag, 9 bis 12.30 Uhr. Und wir haben es jetzt 10.38 Uhr. Und jetzt ist mal so ein Blick mal rein. Wow, was ist das? Es spiegelt sich ein bisschen. Ja, ich bin mal gespannt. Hermanns Angelhütte. Ich höre auf eure Kommentare. Ich bin wirklich gespannt, ob jetzt jemand da ist. Und vor allem, wie die Leute reagieren. So, wir gehen rein. Haben die eine Glocke? Was meint ihr? Wow, was für ein Blick. Was ist das hier? Guck mal hier. Das ist ein riesen Laden. Guckt euch mal den Eingangsbereich an. Was ist das hier? Wow. So, mal schauen, ob hier jemand Zeit für mich hat. Hallo, Jan Busch. Guten Morgen. Ich grüße dich. Du bist der? Ich bin der André. Der André. Ich suche den ältesten Angelköder Deutschlands, Österreich und der Schweiz. Und ihr wurdet mir hier empfohlen. Ich soll hier unbedingt vorbeifahren. Ich bin jetzt über 300 Kilometer gefahren, nur um hierher zu kommen. Und ich sehe, ihr habt ein riesen Fachgeschäft. Ein paar Sachen haben wir da, ja. Und ihr wurdet ganz viel, ihr habt unwahrscheinliche Fans. Ihr wurdet vorgeschlagen, dass ich einen Rundgang bei euch machen soll, okay. Unbedingt. Und ich habe hier meinen Koffer, guck mal hier, da war ich schon überall. Und da sind schon so einige Schätze drinne. Ich suche den ältesten Angelköder und stelle euren Laden vor. Hast du Zeit für mich? Haben wir, okay. Ja. Würden wir ihn kriegen. Was ist das für ein Geschäft? Ich war gerade draußen. Das ist ja riesengroß. Was ist das für eine Halle hier? Ja, wir haben etwas über 800 Quadratmeter. Die Gänge sind lang. 800 Quadratmeter? Etwas drüber, ja. Ist das so ein riesen Einzugsgebiet, was ihr habt? Ich meine, die Stadt ist ja eher klein. Aber wir haben die Autobahn hier neben dran. Ach so, habt ihr viele von ja, die ja, kommen? Ja. Doch, wir haben. Also ein paar Kilometer sind das, wo die Leute schon wegkommen, ne? Ja, ne? Oft kommen neue Leute. Wir freuen uns immer über jeden. Krass! Ja. Das ist riesengroß. Guckt euch das mal an. Und hier haben wir gleich Shimano im Angebot. Wahnsinn! Was ist das hier? Und du bist der Inhaber oder bist nee, du der? Nee, ich bin angestellt. Der Kollege ist
In Elternzeit, er ist gerade Vater geworden. Ach so. Ja, genau. Und jetzt machst du das hier? Wir versuchen das noch ein bisschen hier, ne? Und angelst du auch selber? Ja, ja, natürlich, ja, ja. Wie bist du zum Angeln gekommen? Erzähl mal. Boah, ich angel schon lange. Ich bin jetzt, ich habe meine Prüfung gemacht 1997. Immer schon. Und dann irgendwann, wir machen das jetzt fast, ja, ich bin im 18. Jahr, machen wir es zusammen. Den Laden aufgebaut. Wie jung bist du denn? Ich bin jetzt 40 geworden. Ja, okay. Also angelst du schon lange und liebst das Angeln? Was machst du da am liebsten? Raubfischangeln. Ja, das war klar. Das war klar. Das ist auch so mein Ding, Raubfischangeln. Ja, der Kollege ist Feeder-Experte. Mit Weltmeisterschaften, deutschen Meisterschaften. Was ist da? Auf dem Kühlschrank ist das die. Quatsch! Ja, ja. Zeig mal, da musst du mir zeigen. Zeig mir das mal. Was hast du hier? Guck mal, und das ist der Tresen. Wie mega ist denn das? Das sieht ja ultramodern aus, so mit dem blauen Licht und so. Was ist das hier für ein krasser Laden? Wahnsinn, zeig mal her die Pokale. Was ist. Ja. Puh. Ach, da! Ja. Da! Guck mal, ich mach die Pokale an. Ganz viel. Kann man das von da lesen? Ich glaube, das geht. Ja, das geht. Wahnsinn. Ja, und dir? Einen kleinen Wachhund habt ihr auch. Ja, genau. Wer ist das denn? Das sind so kleine Lotter. Lotter! Die Lotter. Ich habe auch meinen kleinen Hund im Camper. Die wird auch nie gestreichelt von ganzen Kunden, nie. Nee. Aber das ist schön. Guck mal, das macht ihr auch so ein bisschen modernes Angeln. Und du bist leidenschaftlicher Raubfischangler. Und ihr habt hier einen Laden 800... Oh, ist das krass, Leute. Das habe ich auch noch gar nicht gezeigt. Ist das krass. Guten Morgen, ja. Guten Morgen. Guckt euch mal die Gänge an. Was ist denn das? Ich bin gerade am Auszeichnen. Ja. Ja, in meiner Serie, die ist ja bei YouTube, ich kündige mich nie an. Also ich komme einfach vorbei. Ich war gerade auch überrascht. Und entweder passt das oder hast du schon mal gesehen, die Serie oder so? Ja, ja, haben wir gar schon gesehen. Hast du schon? Ja, habe ich schon gesehen, ja. Ja, ich habe mich nicht angemeldet, oder? Nee. Ja, das kommt ganz überraschend. Ja, ich habe die Kommentare gelesen, dass wir vorgestellt wurden. Ja. Ja, gerechnet haben wir da nicht mit. Das ist klar. Aber dann bin ich da. Ja. Und ihr habt einen krassen Laden. Ich stelle mal den Koffer, den stelle ich mal hier vorne einfach ab. Der kommt nicht mit. Oder da. Ja, dann mache ich das hier rum. Oh, nicht, dass ich hier. Guck mal, passiert schon was. Deswegen, der ist groß. So, aber guckt euch das mal an, was das für ein Laden ist. So, hast du die Zeit? Willst du mal einmal kurz durchgehen? Wollen wir mal einfach kurz ein paar, wenn du so Highlights hast oder so, was ihr besonders habt oder so, wir haben alles. Was so im Trend ist und so. Ja, ich sehe das, ihr habt alles. Ihr seid ja Shimano, sehe ich da, richtig fett. Also krass. Erzähl was. Hier, guck mal hier, lass das mal hier. Guck mal, du habt ja gleich hier die, was, erzähl was dazu. Shimano, ihr seid Shimano-Fans. Du bist auch Shimano-Fan. Wir haben beides. Das ist was habt ihr egal. Beides? Wir haben Diver, wir haben Shimano. Die Leute dürfen sich aussuchen, was sie haben möchten. Ja, guck mal hier. Vielleicht gehst du mal vor einfach, André. Und dann guck mal, das ist so eine Vitrine, die habt ihr hier. Also eine von vielen, die habe ich gesehen. Ja, wir haben da hinten noch mehr. Und da sind so eure Schätze drin, ne? Also Diver, also ganz Schätze, viel. Die Schätze liegen da drin, aber. Da kommen wir noch zu. Guck da mal. Kommen wir noch zu, da ja. Kommen wir noch zu. Und hier oben, was ist das hier? Was habt ihr hier? Was ist das? Das sind die Weihnachtsboxen von LMAB gewesen. Gewesen? Wieso? Die sind ja, von letztes Jahr. Ach so. Ich habe extra so viele genommen, weil die Produkte drin ganz gut waren und die wir es dieses Jahr gut verkaufen können, über das Jahr gesehen. Ja. Jetzt die Weihnachtsmütze draufsteht, war uns egal. Ach, ich dachte, das wäre schon für dieses Jahr, nee, 2023. Das waren die von letztes Jahr und die waren wirklich, also die Boxen sind gut gefüllt gewesen. Ja. Das lohnte sich. Also ja. Auch für den Angler, ja. Ja, schön. Guck mal, und da habt ihr tolle Rollen. Welche Rolle magst du am liebsten hiervon? Ich bin Spinnfischer, ne? Ja, da gibt's ja ein paar Rollen, Mensch. Guck mal hier, sowas hier. Ich meine, das sieht doch mega aus. Guckt euch mal die Rollen an. Also ich zeige euch einfach ein paar hier. Also Auswahl ohne Ende. Dazu noch natürlich auch Angebotsrollen hier auf der rechten Seite. Also richtig krass. Und wir gehen mal weiter. Guck mal, da ist ja noch mehr. Was ist das da alles? Wahnsinn. Guckt euch das mal an. Ich meine, das ist mal Auswahl, oder? Übrigens eine ganz tolle Rolle hier, die Ninja von Diver. Also verkaufen wir gut. Ja, die halten auch gut, ne? Also ja. Ich finde, die Qualität ist echt gut, ne? So ja. Für den Preis oder absolut. So ist das mega, also wirklich. Ja, und hier habt ihr natürlich auch noch Rollen. Und Wahnsinn, was ihr alles habt hier. Haben wir jede Rolle einmal ausgestellt, dass die Leute sich die anfassen können. Die Vitrinen kann man aufmachen. Ach so, okay. Ja? Ach so, die kannst du hier öffnen? Die können wir öffnen, ja.
Und dann kann man da auch mal dran drehen dann genau. Und so weiter. Einige ist dann jede Größe mal ausgestellt, dass die Leute nicht die Kartons aufmachen müssen. Ne? Ja, das ist gut. Schön. Das sieht edel aus, ne? So, wenn man das so macht, oder? Das erspart uns Arbeit. Ja, also wir müssen, die Leute müssen nicht an die Kartons gehen, müssen die Rollen nicht auspacken. Und dann sieht es halt nicht mehr so aus mit der Zeit. Ja, und ihr habt das gut sortiert. Ihr habt jetzt praktisch eine Marke praktisch in einem Regal reingesortiert. Genau, das ist unser Lager im Endeffekt. Ja, guck mal, und hier, Wahnsinn, was ihr hier habt. Guckt euch das mal an, Leute. Guck mal, da draußen steht der Camper. Ja, da steht der Camper. Okay. Den bin ich unterwegs. Guck mal, und hier, Wahnsinn. Bist du mehr so Shimano oder mehr Diver? Was liebst du mehr? Das ist mir egal. Ist dir egal? Die Rollen müssen gut sein. Okay. Also, es ich fisch beides. Ja. Ich fisch beides, ja. Komm mal hier. Habt ihr auch noch Rollen? Dann guck mal, hier sogar Sprohrollen habt ihr da. Ja. Von Sprohrollen. Kaufen wir schon seit die Rolle seit 15 Jahren. Das ist eine Rolle? Gibt es schon seit, seitdem ich das kenne, gibt es diese Rolle schon. Was ist da an der Rolle besonders? Sie funktioniert. Wird nicht kaputt, sie funktioniert super. Ja, aber sie hat ja bestimmt was ganz Besonderes. Eine Freilaufrolle, ne? Ja, eine Freilaufrolle ist das. Genau. Genau, mit Freilauf hier. Man kann praktisch mit dieser Rolle so auf Grundangel und den Bügel schließen. Und dann hat genau. Sie so einen Freilauf. Den Freilauf hat sie dann hier drin. Sie läuft. Und den Freilauf kann man einstellen. Und zwar hinten über diese Bremsrad da und dann vorne ist eine ganz normale Frontbremse. Ist ein gutes System, um auf Grund zu angeln. Ne? Wie habt ihr Wahnsinn, dass ihr die noch habt? Guck mal. Viele Jahre. Auch Black Cap. Ist Wels bei euch ein Thema? Wels? Es wird immer mehr. Wels wird immer mehr. Auf jeden Fall. Ist noch nicht unser Hauptthema, aber es wird definitiv immer mehr, ja. Jetzt muss ich mal ganz kurz hier mach das. Ich mach das alleine heute. Guckt euch mal das an. Und hier sind extrem viele Routen. Also auch Routenstände, sogar hier was. Sogar in Pink gibt's hier was. Hier für den, vielleicht für den Angeleinsteiger, für Jugendliche. Hier könnt ihr euch, also das ist auch interessant, weil die Halle hat auch eine gewisse Höhe. Und ihr seht hier unwahrscheinlich viele Routen, Rollen. Krass. Guck mal, und das hier, was ist denn hier? Pen in verschiedenen Größen. Richtig schön. Also auch große Rollen dann. Sogar fertig montierte. Guck mal hier. Mit einer Feststellpose hier. Fertig montierte Kombos gibt es. Gleich mit Pose dran. Für wirklich kleines Geld. Mit Rolle und Schnur allen drum und dran. Und hier sind auch noch ein paar Rollen. Oh, guck mal hier, was ist das? Hier die ganzen Rollen hier vorne. Mit Schnur schon drauf. In so einer, ja, in so einem Korb praktisch drinne. Was kostet so eine Rolle? Mal gucken. Kann ich das einfangen für euch? Hier. 15 Euro. Mit Schnur drauf gleich. 15 Euro. Da kannst du nichts zu sagen. Ne? Wenn man mit Angeln anfängt, warum nicht? Ein günstiges Gerät. Sieht gut aus. Ist natürlich nicht jetzt zu vergleichen mit vielleicht noch teuren Rollen, die mehr Technik haben, aber es geht damit auf jeden Fall. Und hier habt ihr auch hier ganz viel. Guck mal hier. Wie Rollen da sind. Und auch wieder das. Sogar hier wieder Spruch. Salt X. Eine Rolle, die dann auch für das Salzwasser da ist. Ja. Mega. So die ganzen Erdsperre hier. Und hier sind auch nochmal Rollen drinne. Und natürlich auch hier die Vitrine wieder von der Rückseite. Aber das sieht schon krass aus. Allein der Blick. Guck mal, da oben sind die ganzen. Da hängen so eine Matten oder Wiegesäcke für zum Karpfenangeln, denke ich. Ist das? Das ist heftig. Wenn du möchtest, darfst du dir einen Kaffee nehmen. Hast du Kaffee da? Natürlich, echt? Jetzt wir haben immer morgens frischen André, Kaffee. Echt? Ja. Na, habt ihr das immer, wenn jetzt Kunden reinkommen und ja, sagen, Mensch, ist da. Oh, das ist ja krass. Frisch, den mache ich jeden Morgen immer frisch.
Ja, nimm ich, auf jeden Fall. Guck mal, ihr bekommt hier auch einen leckeren Kaffee. Das gefällt mir. Aber ich komme jetzt. Ah, ich habe nur eine Hand. Ich muss mal gucken, ob ich das hinkriege. Vielleicht kannst du mir. Mach einfach ein bisschen Kaffeeweise, sonst vielleicht bitte rein. Dann ich mach den Kaffee. Da musst du mir auch mit helfen. Kannst du ja. Ich hab die, weil ich die Kamera in der Hand habe. Guck mal, jetzt kann ich. Müsste gehen, ne? Ah, ja, guck mal hier. Das finde ich auch mehr sehr nett, ne? Wenn man das schon macht. So. Das ist ja auch so der Vorteil. Das ist der erste Gang. Ja, das ist so der, auch der Vorteil, sag ich mal, von so einem stationären Angelladen. Ja, ohne, ich meine, Versand ist auch klar, hat auch seine Berechtigung, aber die so ein stationärer Angelladen finde ich immer schöner, weil man da reingehen kann, man hat diese Atmosphäre, man hat nette Verkäufe, man kann so ein bisschen ja, übers Angeln reden. Ja, das ist schön, man sieht die Trends. Das ist ein bisschen blöd, wir reden den ganzen Tag nur übers Angeln. Wir dürfen aber nicht selber angeln. Ist das schwierig? Das ist schwierig, ja. Ja? Ich sehe die ganzen Sachen, die Angelsachen überall. Am liebsten würde ich jetzt, Wetter ist gut. Wir können angeln fahren. Brich das Video ab und wir fahren angeln. Was kann man hier angeln? Erzähl mal. Zander. Wir haben hier den Kanal vor der Haustür. Ja, Holland ist nicht weit weg. Wie heißt der Kanal? Das ist der Mittelland und der Dortmund-Lems-Kanal. Den haben wir hier vor der Tür. Ich habe im Mittellandkanal auch schon Zander gefangen. Aber das war so Braunschweiger Höhe. Mhm. Ich war mal in Braunschweig stationiert bei der Armee, bei der Bundeswehr. Und ich glaube, das gibt es gar nicht mehr. Panzeraufklärungsbataillon. Und da habe ich dann nebenbei im Mittelkanal geangelt. Da warst du sogar in so einem Verein, so einem Angelverein drin. Zu angeln. Ja. Und der riesengroße Vorteil ist, wir haben die Autobahn direkt hier. Und Holland ist nicht weit weg. Wir sind bis über die Grenze 20 Minuten. Habt ihr viele Leute, die in Holland fischen? Ja, ganz, ganz viele. Tolles Land. Ja. Catch and Release wird absolut praktiziert. Ja. Finden wir super. Es ist vom Vorteil. Ne? Also man muss nicht jeden Fisch mitnehmen. Man kann natürlich auch mal Fisch mitnehmen. Genau. Aber man muss nicht, man hat es ein bisschen freier, ist mehr Eigenverantwortung. Genau. Wünschst du dir das in Deutschland auch? Ein bisschen mehr so die Richtung? Oder würdest du sagen, was ist deine Meinung dazu? Ja, das ist ein Politikum, das ist schwierig. Ja, schwierig, ne? Das ist schwierig in Deutschland, ja. So, Fischereischeinprüfungen und so muss man hier ja absolvieren und so weiter. Aber ihr habt auch bestimmt viele, die. Ist auch richtig. Also dass die Leute, meiner Meinung nach ist das wichtig, wie man mit der Kreatur umgeht. Also, wir haben auch schon einen Auftrag des Naturschutzes, finde ich. Das ist wichtig. Ja, wir haben in Hamburg das so ein Modell, dass man da gibt es auch eine praktische Prüfung, dass man an einem Gummifisch, also Fischmodell, das richtige Betäuben und Töten zeigen muss. Das finde ich eigentlich gut. Das ist gut. Das haben wir hier nicht. Ja. Aber es ist sowieso Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Hamburg. Das ist immer anders. Die ganzen 16 Bundesländer. Aber ihr habt viele, ja, das ist nicht weit. Wir sind in Ippenbüren. Das ist nicht weit von der holländischen Grenze. Und zu den Wettkämpfen bin ich ja auch immer drüben. Und weil das einfach hier nicht erlaubt ist, das ist das Problem. Genau, ja, früher durfte man das und jetzt nicht. Und ja, deswegen. Aber das ist ja krass, dieses Geschäft, was ihr habt. Also Leute, ihr müsst mal hierher, das ist mega. Also wir sind ja erst am Anfang. Hast du noch ein bisschen Zeit? Kannst du noch wissen, was du zu sagen? Hast du Lust? Weil das ist so umfangreich. Ich habe jetzt zwei Kunden da. Aber die meisten kommen hier. Wenn du ein Kundengespräch hast, das ist kein Problem. Dann mache ich alleine. Sonst sag bitte, ne? Also, wenn du die Zeit hast. Ich mache mal Glück und wir können ja gleich nochmal. Ja. Gleich noch mal weiterquatschen. Also, ja, jetzt ging gerade irgendwie mein Wecker an. Keine Ahnung. Vielleicht habe ich einen Wecker gestellt und das Video war gestoppt. Also, das ist kein Schnitt. Das ist einfach nur so, weil. Gut, denn ich fange dann links an oder was, ja? Lass uns mal hier so, weil das wäre ideal. Wenn ich hier so. Und 50 Meter Gummifische. 50 Meter ja, Gummifische? Die ganze Halle ist 50 Meter lang. Wir hängen nicht ganz 50 Meter, aber es sind schon ein paar Meter, ja. Das ist ja Wahnsinn. 50 Meter Gummifische, okay. Hast du da Favoriten? Weiß ich nicht. Die Nace-Gummis fangen ganz gut. Ja. Ja. Jetzt kommt einer rein, der will am Kanal Zander angeln. Ja. Welchen willst du nehmen? Kitec Easy Shiner aktuell. Zeig mal, zeig, komm. Hast du da? Okay, dann gehen wir jetzt kurz dahin. Ja, Ich habe auf der anderen Seite nur lose Gummifische. Ja? Und hier habe ich nur verblisterte Gummifische. Und den Kitec gibt's so, okay, Leute, guckt euch das an. So, jetzt sind wir schon mitten im Mittelgang. Ich gehe langsam hier lang, weil das einfach so viel ist. Den würdest du, das ist dein Favorit? Den würde ich jetzt im Moment fischen, ja. Der Favorit? Guck mal, dein Favorit. Das ist krass. Die Farbe, ich stehe auf dieses rötliche Orangene unten ich auch. Am Bauch. Gut. So, auch für Barsche gut. Ja. Zander sind barschartige, aber das ist mega, ja klar. So, Wahnsinn. Ja, mach mal. So Leute, jetzt, ich gehe nochmal rum und mach du mal da und ich
zeige schon mal ein bisschen was hier. Und guckt euch mal das hier an. Fast 50 Meter Gummifische. Mega. Dazu natürlich hier ein Ständer mit ganz vielen Brillen. Und hier habt ihr verschiedene Gummifische in verschiedenen Größen. Direkt hier. Stückpreis 1 Euro sehe ich hier. Ich glaube, die sind auch alle gleich. Völlig egal, denn welche Größe. Obwohl dann hier werden sie ein bisschen teurer. Aber sonst so. Und Dude, der Name, ja, von Zack Fishing. Alles voll Gummifische, jetzt geht's weiter. Aber auch, man sieht das, das ist alles so nach Marke sortiert. Also auch so ein, das wird immer mehr, wirklich Shop in Shop. Und man hat hier dann hier, Western jetzt, sämtliche Gummifische richtig sauber sortiert von Western. Also ist wirklich alles ordentlich und sauber. Und auch das sieht ja gut aus. Was ist das für eine Farbe? Ist das irgendwas Neues oder was? Guckt euch mal den an. Da fehlt ja schon eine. Guck mal hier. Shetties. Also auch tolle Gummifische hierbei. Und ich versuche mal die Kamera so langsam wie möglich, damit ihr viel mitbekommt hier, viel sehen könnt. Guck mal, und da habt ihr hier nochmal auch Shimano. Dann auch nochmal so eine richtige Wand dazu mit Routen, vorne ein paar von Western und hier habt ihr Shimano-Routen dann, dahinter ist Hardywise und hier habt ihr das Shimano-Programm dann auch mit Spinnenrouten, Meeresrouten, Salzwasserspinnenrouten, also verschiedene Routen dann zum Anfassen, zum Ausprobieren hier vielleicht. Und ja, krass. Und hier habt ihr, das ist ja auch mega. Hier habt ihr wirklich, guck mal, Wahnsinn. Oh, ja. Guten Morgen. Kommt wieder ein Angler rein. Ein wunderschönen guten Morgen. Hallo. Ja, Chef. Guck mal, hier, Wahnsinn. Weste. Hi. Guten Morgen, Jan. Hi. Ja, grüß dich. Hi, grüß dich. Wie geht's? Alles klar? Ja, alles bestens. Du bist der? Ich bin der Chef, der Andreas. Der Andreas! Ja. Guck mal, und das, du hast so ein tolles Shirt an. Ja, sicher. Und schöne Mütze, ne? Ja, ich bin ganz spontan hier. Ich habe mich nicht angekündigt. Ja, sonst hätte ich es gewusst. Sonst wäre ich auch da gewesen. Sonst wärst du da gewesen, oder was? Ich habe damit gerechnet, dass ich irgendwann mal hier vorbeischaue. Ja, ich hab so viele Kommentare bekommen. Ich habe gerade mit dem André gesprochen da. So viele Kommentare. Ich soll hier vorbeifahren. Ich konnte nicht. Ich bin jetzt 300 Kilometer gefahren, nur um hierher zu fahren. Nur um hierher zu kommen. Sehr gut. Ja, ich habe geguckt, ob ihr montags auf habt. Ich denke, das passt. Ihr habt montags auf. Und deswegen bin ich einfach spontan da. Ihr habt ja eine riesen Halle hier. Ja, ist über die Jahre immer größer und größer. Wie kommt man dazu? Du bist noch jung. Nee, 42. Ach Gott, du bist jung. Nee. Also, wie kommt man dazu, so eine Halle? Wie kommt man dazu? Also, ich meine, das hat eine lange Geschichte. Also, ich habe früher eine Ausbildung gemacht als Kaufmann, ganz normal. War mir zu langweilig. Habe dann ein bisschen, sagen wir ein halbes Jahr gehabt, wo ich geguckt habe, was machst du jetzt? Habe ich eine neue Ausbildung als Versicherungskaufmann angefangen. Und dann ist vor, wie lange ist das jetzt her, 17, 18 Jahren ist der Vorgänger von Hermanns Angelhütte verstorben beim Verkehrsunfall. Er war zwar 65, aber noch viel zu früh. Und dann hat sich mehr oder weniger von heute auf morgen irgendwie die Möglichkeit sich gegeben, du kannst das übernehmen. Zweite Ausbildung hingeschmissen und habe dann eben diese Angelhütte übernommen. Viele fragen auch, wenn sie hier reinkommen, warum steht da Hermanns Angelhütte? Das ist keine Hütte, die sagen, das ist eine Halle. Aber wie gesagt, ich habe immer gedacht, den Namen, den hältst du in Ehren und ja. Ich habe auch so gestaunt, ich habe von draußen angefangen zu filmen, da habe ich geguckt so, ich denke, das ist ja eine richtig moderne Halle, was ist das für ein krasser Store? Ja, geworden. Wir sind, wie gesagt, ich weiß nicht, wie viel, 40 Quadratmeter sind es früher gewesen. Dann war das auch hier oder nein, das war von 2 Kilometer von hier. Ach so. Also wirklich eine Garage, alt. Aber du hast den Namen gelassen. Genau, den Namen habe ich gelassen, das war mir auch wichtig. Ja, ich hätte den jetzt, wie gesagt, wir sind vor 5 Jahren, 6 Jahren sind wir von oben, von das ist 700, 800 Meter von hier entfernt, sind wir nach hier gezogen. Hätten wir vielleicht einen neuen Namen nehmen können, aber wollte ich nicht. Ja. Und so ist das entstanden. Ja, krass. Und immer größer und größer. Aber jetzt sind wir, wie gesagt, am Punkt angekommen, wo ich sage, einfach viel zu groß. Echt jetzt? Ist es zu groß? Ja. Warum? Man kann doch immer größer. Ist doch nee, ist, aber die Arbeit. Die Arbeit, die Arbeit. Ja, dann, wie gesagt, Personal ist dann so eine andere Geschichte.
Musst du auch haben, gutes Personal zu finden. Ja, so. Ist nicht einfach. Und wir legen darauf Wert, wie gesagt, wirklich Personal, die Ahnung haben. Uns bringt das nicht, wenn, also hier wollen viele Leute arbeiten und bewerben sich auch viele, aber die meisten, die haben von der Angelei keine Ahnung. Und wir haben kein Internet, wollen wir auch nicht. Wir wollen einfach, wie gesagt, die Leute hier im Fachbereich. Also du hast keinen Versand? Nein, du machst keinen Versand? Gar nichts. Nein. Ja, ja. Und wir haben uns über die Jahre einen guten Ruf gemacht. Und ja, deswegen habt ihr so treue Fans. Ja, das ist gut. Und ich komme hier rein, ihr habt hier, ich drehe mich mal um, ihr habt hier fast 50 Meter lose Gummifische. Wie krank ist denn das? Jo. Aber wie gesagt, jeder Angler hat seine Vorlieben und ja, wir versuchen einfach alle Angler zu bedienen. Aber Raubfischangel ist bei euch Nummer eins? Ja, auf jeden Fall. Ne? Obwohl, wie gesagt, ist jetzt nicht mein Steppenpferd. Ich bin eigentlich so der viele Angler. Ich habe schon die Pokale gesehen. Ja. Du hast mal Glück gehabt beim Angeln. Nein, du, das ist gar auch mit Glück. Ein bisschen könntest du auch dabei. Ja. Aber klar, brauchst du im Tournament brauchst du Glück, aber du hast ein bisschen was gewonnen. Ja. Wir haben vor 2 Jahren den Anglertreff gewonnen mit der Mannschaft. Sind dann letztes Jahr durften wir nach Italien zur Fieder-WM hinfahren oder zur Club-WM. Haben dann 6. Platz belegt von 42 oder 43 Mannschaften. Ja, klasse. Ja. Und das beim Fiedern. Macht ihr, warum macht dir das so viel Spaß, dieses Fiedern, dieses Weißfisch? Was ist das? Was ist der Reiz da? Ja, ich weiß, ich glaube, sich einfach mit anderen ein bisschen zu messen. Ja? Ja. So, ich finde das beim Raubfischangel den Biss. Weißt du, wenn der Zander so beißt, der ist ja nicht so bekannt für große Kampfkraft, aber wenn er so beißt, letztens war ich in Marokko zum Schwarzbarschangeln vom Ufer. Habe ich gesehen, habt ihr auch ein Video, glaube ich. Wir vor ein paar Tagen. Ich komme gerade, ist noch gar nicht lange her, ich komme gerade aus der Sonne. Und das war so mega, dieser Biss. Die hauen da drauf, das ist noch stärker wie Zander, das ist unglaublich. Das finde ich so, was reizt dich beim Fiedern? Es gibt gute Fiedertage oder gute Angeltage und schlechte Angeltage. Man versucht zwar immer, sag ich mal, möglichst viel im Netz nachher zu haben, aber wie gesagt, es gibt auch Tage, da gehst du als Schneider nach Hause und fängst gar nichts. Und wie gesagt, einfach der Kick, sich mit anderen Leuten zu messen, da immer wieder neue Freunde zu finden, ja, das ist das, was mich begeistert. Ja, Mensch, klasse. Und ihr habt einen Riesenladen, Wahnsinn, fast 50 Meter lose Gummifische, aber auch nach Brand sortiert, sehe ich. Ja, das haben wir hier bei den Gummifischen. Wie gesagt, man sieht sonst, ich habe deine ganzen Videos, habe ich auch immer jedes Mal abends verfolgt. Hast du geguckt? Ja, habe ich immer geguckt. Oh, wieder neu. Es interessiert ja auch einen, was andere machen. Ja. Und man sieht ja immer öfters, dass die, wie gesagt, alles einfach mit diesen fertigen Regalen, die von den Firmen vorgegeben werden, das platzieren. Nur wir haben es, wenn man gleich mal durchguckt, alles graue Regale. Also da habe ich so meinen eigenen Stil. Und habe hier bei den Gummifischen ist es nach Marken sortiert. Auf der anderen Seite bei den Gummifischen auch, aber sonst ist nachher, wie gesagt, so Terminal Tackle ist Terminal Tackle. Da ist dann, wie gesagt, von allen Firmen das zusammengewürfelt. Im Fieder- und Stippbereich auch. Ja, das ist dann so unsere eigene Handschrift. Ja, hast du ein bisschen Zeit, ein paar Minuten? Ja, klar, alles gut. So einfach, weil André hat gerade Kundschaft jetzt. Er sagt, ich muss kurz weg. Ja, Telefon klingelt Kundschaft. Ich hatte einen Termin gehabt, jetzt habe ich nachher noch einen Termin. Jetzt habe ich gedacht, gehst mal eben kurz gucken, was die Jungs machen. Ja, und dann habe ich deinen Bulli offen oder deinen Camper gesehen und da wusste ich sofort, dass er da ist. Ich brauche ein anderes Auto, das fällt langsam auf. Ja, macht nichts. Freuen uns auf jeden Fall, dass du hier bist. Ich war letztens bei Kochs Angelwelt und da hat er auch gleich gesehen, dass ich mit dem Camper da. Ich habe so extra so weiter weggeparkt, aber ich habe es nicht. Ja gut, ich kann den nicht so abtarnen. Ne? Aber ich will ja überraschend reinkommen. Wusste ja keiner, dass nein, ich kündige mich echt nicht an. Das ist immer so die Überraschung so in den Laden rein und so. Das ist schon krass. Und ja, das ist mega, Leute. Und das müsst ihr mal wirklich. Diese Halle ist schon Endstand. Also muss ich echt sagen. Und es ist warm hier drin. Ja. Musst du halt so Heizung haben oder? Ein bisschen Fußbodenheizung. Ach so, Fußboden. Also eigentlich ist die Heizung, wie gesagt, läuft aus minimal. Ja, okay. Nur wenn die Wärme einmal drin ist, dann geht sie schlecht raus. Ah, das ist schön, ja. Lass uns mal durchgehen. Ja, du hast jetzt hier Shimano, geh ruhig vor am besten. Ja. Dann habe ich dich. Also wie gesagt, Shimano haben wir jetzt hier nur, wie gesagt, da sind ein paar Hosi-Rollen, da vorne sind ein paar Carpro-Rollen, Baitcaster-Rollen. Und alles an Shimano, sage ich jetzt mal, an Stationärrollen und an Baitcaster-Rollen, die haben wir da vorne in den Vitrinen. Ja, wir haben eigentlich von Shimano alles an Rollen da, was man... Alles, ne? Ja. Ich habe auch Diver gesehen. Ne? Ja, Diver eigentlich auch. Das ist, ich habe das schon gefilmt, das ist Wahnsinn. Ja, also eigentlich das, wie gesagt, wenn wir irgendwas in der Hand nehmen, dann machen wir meistens fast das Vollsortiment von allen. Ja. Und wir haben jetzt, wie gesagt, über die letzten 2-3 Jahre nochmal wirklich ausgemistet, haben alles, was sich schlecht verkaufen lässt, haben wir rausgeschmissen und haben wirklich jetzt nur noch gerade im Raubfischbereich alles, was gefragt und gängig ist. Ne? Ja, ist mega. Guck mal, Leute. Und wir gehen einfach weiter. Lass uns mal kurz gucken, weil das ist so Wahnsinn, was ihr auch an von Westen habt hier. Die ganzen Gummifische lose. Leute, das ist so viel. Ich versuche wirklich die Kamera wirklich langsam zu führen dann. Oh, hier, das ist auch gut. Ne? Kicktees hier, so ein ganz schlanker. Perfekt zum Zanderangeln. Ihr habt ja die Gewässer hier, Mittellandkanal habe ich schon gehört. Dortmund-Emskanal. Wunderbar, Dortmund-Emskanal.
Zanderangeln. Holland ist nicht weit. Holland ist nicht weit. 35 Minuten sind wir in Holland. Ja, und man merkt, wie gesagt, wir sind relativ nah an der Autobahn ran. Und die Leute, die machen eben Abstecher hier. Ja, ich bin ja von der Autobahn rein. Du fährst einmal rum und dann... Ja, ich sag mal, so 5 Minuten bist du von der Autobahn. Das ist ein Witz. Ja, wunderbar. Oh, toll. So, dann haben wir noch, wie gesagt, hier die Ems ist nicht weit weg von hier. Und dann haben wir noch, wie gesagt, diverse Seen. Also eigentlich haben wir hier oder auch die Raubfischangler gute Möglichkeiten, um... Habt ihr Gastangelkarten und sowas alles? Ja. Habt ihr alles volle Programm, ne? Von sämtlichen Vereinen hier, ja. Brauchst du nur einen Fischereischein zeigen und dann... Genau, Hollandkarten kann man hier kriegen. Ja. Oh, top. Hardy Rice auch das. Ja, da haben wir auch Hardy Rice, haben wir auch so das Vollsortiment. Vollsortiment, schön, schön. Also die bauen auch gute Routen, finde ich auch. Ich sehe sie auch immer auf der Messe mit Josef und so weiter. Ja. Also tolles Konzept auch, die Routen. Sind nicht ganz billig, sage ich mal, dafür aber unwahrscheinliche Qualität. Aber gut, wer billig kauft, kauft zweimal. Das ist so. So, und wie gesagt, wir haben hier, denke mal, im hochwertigen Bereich, ob es Hardy Rice ist oder die Nace-Routen, Sportex, Diver, Westin, Shimano, von Big L die Routen haben wir hier, die neuen Rodfaser-Routen von Enrico haben wir hier. Also eigentlich haben wir alles da, was der Angler braucht. Ja, schön. Und hier Sportex, guck mal, Sportex-Angelrouten. Zack, Diver habt ihr da. Diver haben wir da, Bullseye haben wir komplett alles da. Oh, gut. Und hier Gummifische, nochmal gezeigt hier von Balzer. Girasu und hier noch ein paar andere lose Gummifische. Also alles, wo das Auge hingeht. Also es fällt mir immer schwer, mich denn zu entscheiden, weil ihr es einfach so viel habt. Das ist krass. Also wir erleben es ja auch täglich. Es kommen die Kunden an und wollen Gummifische haben. Da sage ich einfach, Leute, sucht euch irgendeinen aus, der gut aussieht, der euch gefällt. Es gibt mittlerweile so viele Gummifische, man weiß gar nicht mehr, was man dem Kunden jetzt explizit zeigen soll. Ja, was ich gut finde, dass ihr das auch so ausgepackt habt, weil man kann mal auch so einen Gummifisch mal auch mal in die Hand nehmen. Weißt du, und mal fühlen, das ist irgendwie anders, als wenn er nur eingeblistert wäre. Das stimmt, aber wie gesagt, auf der anderen Seite nachher sieht man, haben wir nochmal die gleiche Menge an Gummifischen, alles in auch Tüten geblistert. Abgepackt. Ja, habt ihr Möglichkeit. Und man ist verwundert, wie viel davon auch immer noch verkauft wird. Aber das sind dann auch, wie gesagt, alles Brands, wo die, sag ich mal, im Fokus stehen, wo die Leute genau wissen, was sie haben wollen. Ja, ne? Hier kommen wir rein. Und Wahnsinn, wie viele Routen ihr auch habt hier. Mein Gott. Und das Schöne, ihr habt eine gewisse Höhe auch, eine Hallenhöhe. Da könnt ihr die Routen wirklich so ganz auch in den Routenständer stellen. Ja, also das wollte ich auch nicht mehr missen. Also wie das früher im alten Laden, da war eine Deckenhöhe von 2,20 Meter und da konntest du die Spinnrouten nicht mal vernünftig präsentieren. Und das ist schon wirklich schon ein Vorteil. Die Leute können sie sich eben in der Hand nehmen, können da einmal gucken und dann rumwedeln. Jo. Das ist krass. Guck mal. Dann haben wir hier, da haben wir noch eine Besonderheit. Wahnsinn. Eine Besonderheit, das ist immer schön. Das ist jetzt so dein Ding. Nein, das ist eine Stellfischroute. Ach, so, okay. Muss ich mal einmal gucken, wo wir sie haben. Das musst du aber erklären, Stellfischrouten. Das musst du eben unbedingt erklären. Das mache ich, warte, ich bin sofort wieder da. Ich hole sie mal von vorne und sie sind hier schon alle weg. Guck mal, jetzt muss er wieder da 150 Meter laufen. Was ist das für ein Laden hier? Leute, guckt euch das wirklich an. Also das ist so krass. Und hier sind ja noch mehr Gummifische. Ich weiß gar nicht, wo ich meine Kamera hinhalten soll, weil es einfach so viel Auswahl ist und tolle Farben. Oh, diese Perch-Farbe, ich liebe sie einfach. So, da bin ich wieder. Ja. So, das ist eine Stellfischroute. Wie gesagt, Stellfischrouten sind ja nicht überall, sage ich jetzt mal, gefragt. Aber wie gesagt, hier in der Region verkaufen sie sehr, sehr gut. Und dann wir mit der Firma Balzer, mit meinem Freund Julian Feuerlein, haben wir diese Route entworfen, haben dann auf der Route unseren Namen drauf geschrieben. So, und die gibt es jetzt, wie gesagt, seit letzten Herbst hier zu kaufen. Erzähl was, warum Stellfischroute? Was ist das Besondere daran? Was ist eine Stellfischroute? Also Stellfischroute, wie gesagt, hier wird viel auf Aal und Zander geangelt. Packst du ruhig bei uns am Kanal oder auch an der Ems. Und durch die Schifffahrt sind die Leute mehr oder weniger gezwungen, mit so langen Routen zu angeln, wenn sie nicht auf Grund angeln möchten. Du würdest ja jetzt mit einer 3,60 Meter oder 4 Meter Route angeln wollen. Und bei der Schifffahrt wird ständig die Pose von links nach rechts getrieben. So, und die ist jetzt 7,50 Meter, wenn sie die so im Ständer stellen, selbst wenn sie, ich sag mal, einen Meter an der Böschung oben sind, sind sie immer noch weit genug im Wasser, um nachher vernünftig die Pose unter der Rutenspitze zu präsentieren, um dann auch die Möglichkeit zu haben, vernünftig auf Aal und Zander zu angeln.
Ja, und dann kommt hier ein Klapprollenhalter, sehe ich. Ja, genau. Eine Stationärrolle. Genau, einige nehmen eine Freilaufrolle oder eine ganz normale Stationärrolle. Aber hat die ein Wurfgewicht? Was ist denn das? Ja, die hat jetzt zwischen 50 und 150 Gramm. Also ja, da kann man auch mal einen dicken Köderfisch dranhängen. Oder auch mal eine Ems, wenn da ein bisschen Strömung ist. Kann ich die mal kurz einmal halten mit der linken Hand? Ich versuche mal. Guck mal. Aber die ist leicht für ihre Länge. Das ist jetzt nicht so sehr schwer. Nein, nein. Es gibt natürlich noch was Leichteres, aber wie gesagt, das ist einigermaßen erschwinglicher Preis. Ja. Und kostet bei euch? Die liegt jetzt bei 119 Euro. 119. Gut, das ist natürlich Qualität, da ist Carbon mit drin und so weiter. Ja. Eure eigene Route, das genau. ist ja schön. Ja. Ja, klasse. Guck mal. Damit könnt ihr schön auf Raubfisch angeln hier. Hermanns Angelhütte, die eigene Route. Das Ganze teleskopierbar und er macht das auch alles. Du machst das richtig fachlich richtig. Ich hoffe. Ich bin ja Angellehrer, weißt du? Ich habe eine eigene Angelschule. Die meisten gucken das immer genau. Ja, ich gucke das ja genau. Dann hauen sie die Routen zusammen. Aber man sieht sofort, du bist echt vom Fach. Du machst das perfekt. Du fängst mit dem kleinen Teil an und dann wieder andersrum natürlich mit dem starken Teil. So mit dem dicken Teil. So wie es sein soll. So wie es sein soll. Komm, macht er genau richtig. Teleskoproute. Er hat natürlich dann auch die Berechtigung bei über 7 Meter. Eine schöne Sache. Eure eigene Route. Toll. Schellfischroute. Guck mal, und das sind alles noch Gummifische, Leute. Wir sind immer noch hier. Gummifische, Gummifische, Gummifische in sämtlichen Größen. Das ist schon krass. Was ist das hier, ey? Du bist noch jung und hast so einen riesen Laden. Ja, jung ist relativ. Ja, komm. Die Zeit rennt. Ja, die rennt wirklich. Deswegen sage ich auch mehr Zeit ist Fisch. So sieht's aus. Das ist ja immer ein Spruch. Und guck mal hier. Geh mal weiter, geh mal, komm. Zeig mal noch was. Oh, Inliner, du hast sogar eine Inliner hier. Ja, die weiße? Hier haben wir die Diver. Ja, hier da vorne haben wir jetzt, wie gesagt, Hochseerouten. Das ist so eine Route. Ihr habt auch so Norwegen-Angler. Ja, auf jeden Fall. Also der André, mein Angestellter, der ist jedes Jahr 3-4 Mal in Norwegen. Der geht da voll drin auf. Und hat er mir gar nicht erzählt. Er sagt ihm ja Zander, sagt er zu mir. Ja, nee, der ist Norwegen infiziert. Also wie gesagt, und der hat wirklich dann riesen Ahnung von und der kann ja die Leute super gut beraten. Guck mal, das ist eine Inline-Route und zwar kommt hier in der Regel auch eine Multirolle raus. Genau, richtig. So, und gut, man könnte jetzt vielleicht auch eine andere, aber Multirolle ist eigentlich besser, weil die Schnur geht jetzt hier rein, Inline, und wird in den Blank geführt und kommt dann hier irgendwann hier vorne wieder raus. Genau. Und das Schöne ist bei dieser Route, sie hat eine unwahrscheinlich gute Biegekurve für große Fische. Die ist nicht geteilt, die ist hier unten einmal geteilt. Dementsprechend wird die Aktion der Route nicht unterbrochen. Und von daher ist diese Route eigentlich fast unkaputtbar. Top Belastung und hier hinten auch. Da erkennt man auch immer Bootsrouten. In der Regel haben sie hier so einen Kreuzschlitz hinten. Genau, wenn man dies hier hinten kann man das öffnen. Abzieht, dann. Genau, für den Gimbal, für den Bauchgurt. Den spannt man da, kann man da einspannen sozusagen. Da tut es nicht so viel Aua am Gürtel oder am Bauch. Für die dicken Fische. Für die dicken Fische. Krass. Inline-Routen habt ihr auch. Ja, da haben wir wieder von ein paar verschiedenen Firmen ein paar zur Auswahl. Aber wie gesagt, da ist glaube ich so momentan so ein bisschen der Hype weg. Das war vor ein paar Jahren mal mehr gewesen. Aber am Meeresangeln, Norwegen, vielleicht wegen Corona. Ich denke mal, das war ja ein Problem. Nein, also wie gesagt, ist jetzt letztes Jahr wieder gut angenommen. Aber allgemein die Inline-Routen ist uns ein bisschen weniger geworden. Okay. Obwohl, eigentlich haben sie einen Vorteil, kann kein Ring mehr dran kaputt gehen. Nee, gar nicht. Das ist die beste Aktion. Also wer auf große Fische angeln will unbedingt, das ist schon nicht schlecht. Ja, aber ihr habt auch andere Bootsrouten. Ihr habt Karpfenrouten, da sehe ich. Karpfenrouten haben wir da. Hier vorne haben wir noch ein paar um die Ecke gestellt, weil kein Platz mehr da war. Ein paar günstige Stippen, wie die Kiddies oder so Köderfische angeln. Ja, Wahnsinn. Guck mal hier. Krass. Guck das mal an hier. Gummifische ohne Ende. Das ist so alles bei euch so sortiert. Inventur, seid ihr fertig? Oder habt ihr noch? Nee, wir dieses Jahr noch nicht. Ab nächstes Jahr dürfen Inventur machen. Ach so, okay. Aber das so ordentlich aussieht bei euch. Das ist alles so sachlich. Ist hier, jeden Abend wird einmal durchgegangen und eben sofort geguckt, wo die Kunden... Aber hier ist keine Frau im Laden. Nein, hier ist keine Frau. Weil manchmal, wenn eine Frau im Laden ist, dann die achtet da besonders drauf. Nein. Also die Frauen, nee? Das machen wir alle selber. Guck mal, wie das aussieht hier. Wie ordentlich das aussieht. Aber da legen wir auch Wert drauf. Ja, ne? Ja, komm, geh ein Stück weiter. Wir zeigen euch alles. Gesagt, hier haben wir dann Forellenrouten, Tremarella-Routen. Auf der gegenüberliegenden Seite sind Float-Routen. Und Forellenangeln auch ein Thema bei euch, ne? Bestimmt. Ja, aber leider Gottes sind hier zwei Forellenseen, die letzten 2 Jahre haben geschlossen.
Und das nächste, da müssen die Leute wirklich 35, 40 Kilometer Oha, fahren. Okay. Ja, gut, das merkt man. Wie gesagt, Richtung Ankommen, da haben wir noch einen Forellenteich und dann, wie gesagt, nach Holland, nach Wild oder nach Lossa. Du mach einen Forellenteich auf. Nee, ich nicht. Ich habe genug zu tun. Das schaffe ich. Ich habe zu Hause noch ein paar Pferde, das reicht. Da Pferde hast du auch da noch? Da hab ich genug Arbeit mit. Wie hat man denn Pferde? Ich habe zu Hause noch einen Hof. Einen Bauernhof? Ja. Und da sind Pferde drauf? Ja. Ach so. Ich denke mal, da haben wir irgendwie 60 bis 70 Mit Familie Pferde. Und so alles? Ja, mit meiner Lebensgefährtin. Ja. Und du liebst Pferde? Ja, aber wir haben einen Teil davon verpachtet. Da haben wir eine Pächterin. Und also wir am eigenen haben wir jetzt 15. Und wie gesagt, die anderen Stallungen, da sind irgendwie knappe 50 Pferde, die sind verpachtet. Aber wie gesagt, Arbeit von daher genug. Ich brauche keinen Forellenteich. Das sollen andere mal machen. Ja, okay. Aber ja, das ist ein großes Geschäft. Ich meine, das ist immer, ja. Je größer es ist, es gibt ja so ein Sprichwort. Das sage ich immer wieder, dieses Sprichwort. Alles, was du besitzt, besitzt doch dich. Das stimmt. Kommt aus China, das Sprichwort. Das stimmt. Hat irgend so ein Chinesen. Aber desto mehr du besitzt, desto mehr Arbeit hast du dann. Das ist so. Ja. Aber es macht ja auch Spaß. Auf jeden Fall. Also wie gesagt, ja. Hier steckt so viel Herzblut drin. Ja. Und ja. Guck mal. Wahnsinn, Leute. Gummifische ohne Ende. Guck mal, sogar den hast du. Den hast du auch. Jetzt haben wir hier dein Fisch. Welchen Fisch, sag mal. Hier. Da haben wir uns letztes Jahr sofort mit bevorratet. Der ist krass, ne? Ja, der ist eine geile Farbe. Aber da sieht man wieder, wie viel Macht das Internet hat. Ja, ne? YPC. Ja. Das ist schon wirklich Wahnsinn. Ja, gerade das Ufer, YPC. Ja. So, gerade vom Uferangeln macht ja auch am meisten Spaß, können die meisten Leute umsetzen. Und dieser Popeye ist wirklich krass. Und diese Farbe sowieso, also UV Purge, was auch immer gut ist. Mojito, der hier, ist sehr, sehr gut, genau. Mit dem Orange, das ist eine tolle Farbe, toller Lauf. Und ich weiß nicht, warum der so gut ist. Es ist natürlich auch eine Vertrauensfrage. Ne? Wenn man damit einmal mal gefangen hat und so weiter, dann nimmt man den immer wieder. Und ja, ist auch nach Spro geordnet, schön, finde ich gut. Finde ich richtig gut. Dann habt ihr Ganki daneben. Guckt mal hier. Auch sämtliche. Auch krass. Auch eine krasse Farbe. Mega. Auch richtig große Dinge. Was ist das da unten? So für die Hechtangler. Aber das sind noch nicht mal die größten. Das ist. Hast du noch größere davon? Ja, wir haben noch größere. So Big Bait. So, ist das ein Thema? Ja, bestimmt. Ja, auch. Man versucht ja wirklich möglichst viele Leute zu bedienen. Und da ist aber auch Nachfrage nach. Ja, ne? Oder wird auch mehr. Ja, guck mal hier, und das ist Wahnsinn. Ganki, Saika habt ihr, Saika Pro. Dann alles von Fight hier, seine Köder. Dann FZ sogar, DRM. Haben wir da ein paar fertig montierte Fische. Das sind immer wieder wirklich für die Leute, die dann mal die Scheu haben zu fragen. Die bedienen sich dann daran. Ja, es ist ja auch eine schöne Sache, wenn du weißt, welchen Kopf und so weiter. Du hast nicht so, das ist übrigens ein toller Köder, der Grub ist das hier. Der Quapp, den gab es damals auch in Größe, in verschiedenen Größen, auch lose, auch ohne Jig-Haken. Toll. Hier haben wir noch ein bisschen Platz gelassen, ein paar Neuigkeiten kommen jetzt rein. Das kommt jetzt alles neu, genau. Ja. Habt ihr Savage Gear, habt ihr auch da. Und ganz unten ein bisschen Yancy. Und das ist schon eine beeindruckende Wand, also muss man wirklich sagen. Das ist schon, boah, mein lieber Mann, heftig. Ach, Sonderangebote gibt es auch hier? Das ist vom Freund, der handelt auch ein bisschen mit Angelsachen und die hat er uns mal hier hingepackt. Ja, so eine Quetscherbait und so. Richtig. Die Farbe ist gut. Auch, wie gesagt, richtig ein Thema momentan. Wird immer mehr. Ja. Dieses also Finesse-Angeln und so weiter. Wenn einer vor 3 Jahren gesagt hätte, so viele Leute angeln mit Krebse, hätte man auch gesagt, glaubt man nicht. Ja, ne? Ja. Und wieder, die fangen. Wir sind viele Leute, die angeln da fast nur noch mit. Auf Barsch, sehr, sehr guter Köder. Und Futter habt ihr hier auch. Wahnsinn, guck mal hier. Ja, wie gesagt, da ist dann so ein bisschen der. Voll Futter. Jetzt kommt der Fiedermeister ja. Hier. Das ist so sein Ding. Guck mal, da geht das Herz gleich auf. Ja, aber ich sage mal, Futter ist nicht ganz so wichtig. Viele meinen ja immer, wie gesagt, das Futter muss gut riechen und da muss das noch rein und das noch rein. Meiner Meinung nach ist das alles ein bisschen überbewertet. Okay. Hauptsache einfach ein bisschen was reinschmeißen. Ich glaube, manchmal ist es wichtiger, dass man zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Köder bringt. Ja. Das ist Wahnsinn. Und da ein bisschen Fingerspitzengefühl hat. Das ist krass. Guckt euch das mal an. Also sämtliche Matrix sehe ich da oben. Sensors habt ihr da. Sämtliche Dynamite. Ja, Dynamite Baits. Und dann haben wir Sumo Baits da. Boilies da. Verschiedene Größen. 15er, 20er.
mm Durchmesser. Also alles, ja, für den Karpfenangler, für den Fideangler, verschiedene Boilies. Ihr habt hier Pellets da in verschiedenen Durchmessern auch und so. Wahnsinn. Also das ist schon krasse Auswahl. Krasse Auswahl. Ja, schön, Mensch. Krass. Und ich finde, das riecht immer so gut. Ja. In diese Ecke so. Dieses allgemein, da. Ich sag mal so, wenn man irgendwo im Angelladen reingeht, ja, ne? Hört man auch immer wieder, wenn Frauen hier reinkommen, oh, hier riecht es wie im Angelladen. Ja, ne? Das riecht man. Die Gummifische, die irgendwie so ein bisschen so einen Eigengeruch abgeben. Ja, ich riech das gerne. Ja, genau. Das ist alles dieses hier so. Dieses ganze Futter und so. Herrlich. Toll. Aber diese Halle ist ja natürlich auch eine Investition, oder? Das ist ja ein riesengroßes Ding, im Mensch. Ja, wie gesagt, wir haben vor 5 Jahren, waren es hier erst 500 Quadratmeter. Dann haben wir uns vor 2, 2,5 Jahren entschlossen, nochmal ein Stück hier ranzubauen. Und ja, sind dann jetzt bei 800 Quadratmeter. Oh. Aber jetzt ist auch finito, es reicht. Ja, aber ihr könnt ja viel zeigen, das ist das. Guck mal, man kann wirklich die Stühle zeigen hier. Gerade zum Angeln wichtig, hier verschiedene Sachen hier auch zum... Ein Fiederstuhl. Fiederstuhl, dann zum Einstellen unten, da kann man wirklich die Höhe auch einstellen, alles justieren. Ihr habt Liegen da übereinander gestapelt. Ja, kein Platz. Kein Platz mehr. Guck mal, hier Liegen da, alles voll. Ja, wir haben auch noch ein großes Lager dahinter, da haben wir dann alles an Stühle, alles an Liegen, eigentlich immer doppelt. Auch Großteil der Routen haben wir alles vorrätig. Wahnsinn. Guck mal, und das ist jetzt der nächste Gang hier. So, knapp 50 Meter. Und hier hast du auch wieder Western Creature Baits ohne Ende. Ja. Guck mal, alles voll. Leute, ich guck mal hier so ein bisschen. Dann Neuke ist da ganz stark vertreten. Natürlich auch diese Köder hier, logisch. Ich meine, das ist auch eine tolle Range hier, ne, von denen. Ne? Gut, haben sie Lieblingsköder, gut gemacht, muss man ist ganz toll. Ehrlich sagen. Läuft gut. Dazu gut erklärt, besonders für die Anfänger. Ja, absolut. Ja, haben sie da richtig, haben sie richtig viel sogar. Haben wir auch das Vollsortiment von. Habt ihr Vollsortiment, ne? Ja. Genommen, ne? Alles, ne? Also hier Lieblingsköder komplett, das komplette Sortiment. Neuke, tolle Lures auch hier. Wie gesagt, auch nicht ganz günstig, aber wie gesagt, die Leute, die diese kennen und einmal gefischt haben, die kaufen es auch immer wieder. Das ist ja in Japan, ne? Das sind ein bisschen weiche Köder, aber die sind sehr, sehr lebendig im Wasser zumindest. Ja? Das ist ein toller Köder. Da gibt es so viel, aber das habt ihr auch hier. Strike King, Mann. Spezielle Sachen dann auch. Auch die Würmer. Damit haben wir auch Schwarzbarsche gefangen hier, die Jungs. Ja. Damit. Das kommt ja auch daher. Aber wie gesagt, fängt jetzt auch an, wie gesagt, immer mehr Leute nimmt es jetzt zum Barschangeln. Ja. Und haben wir auch erfreut. Wahnsinn. Wahnsinn. Und Zockerbeets hast du sogar hier. Ja. Von Marco die Köder. Ich hoffe, dass wir da den nächsten Mal einmal Nachschub bekommen. Und wie ich mitbekomme, ist er, glaube ich, mit seiner Halle auch umgezogen. Er ist umgezogen, ja. Ich habe auch gehört. Und macht da alles wieder neu. Und das sind auch wirklich Handmade-Köder. Handmade-Köder in Deutschland. Zu vernünftigen. Und also. Genau. Und das sind so tolle Farben bei. Also hier auch tolle Farbe. Ich bin ja so ein Barsch-Fan auch, muss ich ehrlich sagen. Also, obwohl, finde ich auch gut. Finde ich echt auch gut, die Farbe. Deswegen hängt da nur noch einer. Ja, das ist ja, und das, also die Farbe, da hängt ein paar mehr. Das ist eine Sonderfarbe. Finde ich auch sehr schön. Also finde ich wirklich schön. Die haben wir mit einem anderen Angeladen mal zusammen gemacht gehabt. Ja. Ja, der Marco gibt sich da auch Mühe und so und macht das auch weitestgehend alleine. Hat ein paar Freunde, die ab und zu mal helfen. Also der, das ist wirklich, ja, aber hier auch schöne Farben. Ja. So, Wahnsinn. Guck mal, und hier die Seite, da haben wir nochmal dann LMB, da bist du auch Fan von hier, sieht man hier. Genau. Da hast du auch die haben wir den Jungs ein gutes Verhältnis? Ja, die sind nett, ne? Ja, absolut. Auf jeden Fall. Guck mal. Und dann hier dieses ganze, die ganze Range dann auch, Finesse Filet und so weiter. Köfi gibt's hier. Diver. Diver-Gummifische. Hast du Diver-Gummifische? Wahnsinn. Hast du denn einen Favorit, wo du jetzt sagen würdest, wenn jetzt jemand reinkommt und sagt, ich möchte den ultimativen Köder haben? Bei den Gummifischen? Hast du irgendwie einen? Oder bei den Wobblern? Gummifisch und Wobble. Wobble haben wir einen, da haben wir aber auch so eine eigene Kreation gemacht mit Ilex zusammen. Eigene Farbe kann ich dir gleich mal zeigen. Kommen wir da hin? Automatisch? Ja, da kommen wir gleich automatisch hin. Okay. Müssen wir noch ein paar Meter laufen. Okay. Und die Farbe fängt, kann ich gleich mal einmal zeigen. Und an Gummifische, gut, Kitec, wirst du gleich sehen, haben wir
von Easy Shiner und Fat Impact, Swim Impact. Ich glaube, die komplette Auswahl, da fehlt nicht eine einzige Farbe. Es sei denn, eines mal ausverkauft. Die Köder laufen immer. Laufen, dann Dustins Köder. Dustins auch, genau. Von die Nays Köder sind sehr, sehr gut angenommen. Fest sind die auch, die Heartbeats sehen auch geil aus, ne? Mein Gott, nochmal. Oh, ist das ist immer, weißt du, wenn ich im Angelladen bin, das fällt mir unwahrscheinlich schwer. Kommt ja auch so sehr man vor, ist ja ne? So, ja, man ist ja so Sammler. Weißt du, man, ich kaufe mir mal Köder, ich weiß nicht, wie ihr, bei euch das ist, vielleicht könnt ihr mal kommentieren, ich kaufe mir mal Köder, die packe ich gar nicht aus. Ich freue mich, ich möchte sie auch nicht missen. Nein. Ich habe sie einfach. Aber das ist süchtig. Die Krankheit. Ich glaube, das ist. Ich bin süchtig. Nee, der Posenangler kauft sich, oder der Stipper, der mit der Poseangel kauft sich Posen, da ist das Gleiche, glaube ich. Der Fiedeangler hat zu viele Futterkörbe. So, und der Raubfischangler, der hat einfach zu viele Gummifische und zu viele Wobbler. Das ist einfach so. Wirklich so? Ich bin vor, weiß ich nicht, vor 3 Jahren oder sowas, meine Eisel ein paar Mal über gewesen, auch mit der Spinnrute. Und ich hatte gar nichts mehr an Gummifischen. Und dann habe ich gesagt, komm, packst dir mal eine Box zusammen. Bist da 2-3 Mal hingefahren, hast da ein bisschen Fangerfeucht gehabt. So, und nach dem 4., 5. Mal, da war die ganze Tasche schon so voll, dass da keine Köder mehr reinpassten. Und wie gesagt, dann fängt der eine, fängt damit, dann meint man müsste den auch haben. Aber im Endeffekt macht man nachher wirklich nur seine 1-2 Köder dran, wo man dann eben Erfolg mit hat. Aber man muss es immer dabei haben. Und man will ja nicht einen dabei haben. Wenn der eine abreißt, will man nochmal einen zweiten oder dritten davon bei haben. So, und so sammelt sich das dann eben an. Ja, und guckt euch das an hier. Wahnsinn. Und super hier, guck mal hier, der ist auch da. Auch ein toller Köder. Ja, wir sind ja eigentlich immer für alles offen. Wir vertrauen dann immer so ein bisschen den Vertretern auch, so wie was anderswo auch gut angenommen wird. Und in der Regel haben wir da jetzt eigentlich immer ein gutes Gefühl gehabt und immer Glück gehabt. Ja, der EQ ist echt ein toller Köder. Also das ist auch die kleinen, gerade zum Barschangeln und so. Sehr speziell, auch, sehr austariert. Für einen erschwinglichen Preis. Ja, das muss nicht das, immer alles 20, 30 Euro kosten. Gerade die finde ich auch sehr nice hier, die ganzen Popper. Und das Besondere an dem Köder ist, ich kann ja mal irgendwann mal halten, und zwar hat er ja auch verschiedene, man sieht das so, Drillinge. Sieht man? Also hier, ja, einen den roten kannst du, und einen. Genau, ne? Also es ist genau austariert auch. Also das vom Gewicht hier, das sind wirklich, teilweise diese Suspender stehen wirklich ganz toll im Wasser. Und ja, das ist, deswegen kann man gar zu haken, also es ist schon mega. Aber auch die Oberflächenangelweise hier in der Region, auch die Leute, die nach Holland fahren, ist echt, echt stark geworden. Immer mehr, ne? Ja, immer mehr. Ja. Leute beschäftigen sich damit, fangen damit. Ja. So, und hier hast du auch, guck mal hier, Big L kommt jetzt hier, ne? Ja. Von Louis die ganzen Köder. Genau, dann mit, also mit ihm, wie gesagt, ich glaube, seitdem er das angefangen hat, seitdem ist er bei uns hier mit im Geschäft drin und haben es auch immer gut mitverkauft. Ja, und ist ein guter Typ. Ja, der, Grüße, Louis. Ja, siehst du, Louis hier. Hast wieder ein Fan hier, du, man. Schöne Grüße. Zeit ist Fisch. Das habt ihr auch. Wines, Wahnsinn. Also ihr habt alle... Eigentlich alle bekannten Marken bis jetzt, ich denke. So, da habt ihr alles. Also wir haben letztes Jahr nochmal, bevor wir hier nochmal erweitert, oder wir haben noch ein paar Regale vor ein paar Monaten hier eingebaut, hier war sonst noch ein Zwischengang mehr, da haben wir wirklich mal über Facebook und Instagram einfach mal die Kunden gefragt, was wünscht ihr euch hier noch? So, man glaubt zwar, man hat alles, aber da sind dann immer nochmal so 7, 8 Sachen da gekommen, auch mehr oder vermehrt, wo wir dann gesagt haben, komm, wir nehmen das einfach rein und ist gut angenommen. Ihr seid auf Facebook aktiv? Ja. Habt ihr da eine, wie heißt die, also einfach... Einfach Hermanns Angelhütte. Hermanns Angelhütte, genau. Werde ich euch auch verlinken auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Auf Instagram auch. Ja, Instagram. Ich verlinke euch das auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Und ihr seht ja auch schon tollen TBX-Boxen, die richtig klasse sind. Die habt ihr auch da. Also aktuelles Programm hier. Balzer ist da. Zalt. Ein Wobbler, den man nicht überall mehr findet. Und sogar die großen Exemplare. Das ist ja ein Riesenteil. Guckt ihr das mal an. Ja, absolut. Also Zalt, klasse. Klassiker ist das. Ne? Muss man haben. Muss man einfach haben. So, und hier Lanker City dabei, Kitech dabei. So, und jetzt fängt es mit Kitech an. Jetzt ist Kitech. Das ist ja, rauf und runter alles. Kitech, Vollsortiment? Ja. Komplett alles von Kitech in alles. Allen sämtlichen Variationen. Und wenn ihr irgendwie, ich gehe mal ein bisschen langsamer rein, vielleicht, ich zeige euch das mal ein bisschen langsam. Wenn ihr vielleicht eine Farbe benötigt oder was auch immer, ja, dann müsst ihr hierher kommen. Ihr seht das hier. Vielleicht braucht ihr ja irgendwie eine bestimmte Farbe. Und hier ist alles da. Easy Shiner in sämtlichen... Diese Farbe fast immer ausverkauft. Ja. Purple Chartreuse, sehr gute Farbe. Ist auch mega. Ah, ist mega. Auch die Farbe hier oben. Ist auch gut. Den orangen Feiertag. Ja. Oder so, ne? Ja. Also hier seht ihr alles aus Swim Impact,
ist da in sämtlichen Größen. Wahnsinn. Da unten noch ein paar lose Sachen auch noch da in den Regalen. Aber alles ordentlich sauber. Wahnsinn. Also bin ich echt überrascht, dass das so ordentlich bei euch ist. Ja, aber mega. Ich glaube aber heutzutage, wie gesagt, wenn man sich so die anderen größeren Angelläden auch anschaut, ich glaube, das ist mittlerweile nicht mehr so, wie es vielleicht früher mal gewesen. Ich glaube, die legen da schon alle richtig Wert mittlerweile drauf. Ja, muss man auch. Ne? Ja. Also der Kunde möchte reinkommen und möchte irgendwo eine klare Linie erkennen. Ja. So und einfach Spaß, das ist ja Erlebnis. Also mittlerweile in dieser Größe auf jeden Fall. Ja, das ist Erlebnis. Kommt hierher und guckt sich das an, man bekommt bei euch einen Kaffee, ja. Habe ich auch schon angeboten. Also wir merken das auch, wie gesagt, gerade am Wochenende, die Männer bringen ihre Frauen mit, ja. Die setzen sich dann da hinten in die Stühle rein, ja. Die können sich dann einen Kaffee trinken, so, und dann sind sie auch mal ganz schnell 2 oder 3 Stunden hier. Ja, aber das ist einfach zu viel, ich habe zu viel. Das ist Wahnsinn. Zu viel gibt's nicht. Das kenne ich auch. Also bei mir auch nicht. Auch Rapala, das volle Programm. Wahnsinn, was ihr alles von Rapala habt hier. Leute, ihr müsst hier mal herkommen. Also wirklich, toll. Also richtig toll. So, jetzt geht es noch weiter. Ach Mensch, das ist ja Z-Man. Auch das gibt es hier. Dann in Blister. Ach, es ist X-Zoom. Sämtliche. Hier nochmal Kitech dann. Die ganzen Creature Baits sind dabei. Guck mal, das ist alles Kitech. Alles Kitech, Leute. Habt ihr schon sowas mal gesehen? Das ist, guck mal, wie krass das aussieht. Sieht gut aus, ne? Ja, guck mal, das ist mega. Das ist Endstufe, Leute. Das ist. Und vor allen Dingen, das Schöne finde ich, dadurch, dass du ja natürlich eine große Halle hast, wie viel sind das jetzt? 1,50 Meter, 1,60 Meter. Ja, es kommt hin. Also man hat hier genug Platz. Also man kann hier wirklich da haben wir aber auch Wert drauf gelegt. Am Anfang haben zu mir welche gesagt, oh, warum hast du nicht eine Reihe mehr dazwischen gebaut? Wir haben aber auch Rollstuhlfahrer hier, die hier hinkommen. Und da lege ich wirklich großen Wert drauf. Wenn es dann mal ein bisschen voller ist, wie gesagt, auf 800 Quadratmeter verläuft sich zwar oft, aber dass man, wie gesagt, vernünftig mit dem Korb auch mal beidseitig Leute hergehen können und nicht, dass man sich da. Finde ich richtig gut, also barrieregerecht ist das. Ja. Mir ist es auch aufgefallen, der Fußboden ist wirklich schön. Also das ist wirklich hier so, rutscht überhaupt nicht. Es ist sehr plan, sehr eben und ideal dann auch für diese Kundschaft. Ne? Gibt ja welche denn auch, die mit Behinderung angeln. Und ja, also wie gesagt, wir haben wirklich ein paar Kunden, die mit dem Rollstuhl hier hinkommen. Ja, schön, klasse. Dass ihr daran gedacht habt, finde ich auch sehr, sehr gut. Guck mal, hier Wahnsinn, alles kitech. Hier drüben kommen jetzt die ganzen Hardbeats. Also ich weiß gar nicht, wo ich meine Kamera hinhalten soll, was aber zu viel ist. Das ist, ja, ihr müsst es einfach mal erleben. Hermanns Angelhütte Ibbenbüren, nahe an der Autobahn. Wenn ihr sowieso unterwegs seid, vielleicht auch nach Holland zum Angeln mal. Habt ihr da ein paar Tipps auch so? Wenn jetzt jemand sagt, weißt du was, ich habe noch nie in Holland geangelt. Klar. Auf jeden Fall. Ihr habt ja die Holland-Karte sogar. Ja, also alles. Holland-Karten haben wir. Wir sagen ihnen, ja, wenn sie zu Eiselen wollen, wo sie hinfahren können. Oder wenn sie irgendwo an die Polder ran wollen, ja, auf jeden Fall. Habt ihr, ne? Und die richtigen Köder habt ihr sowieso. Die haben wir sowieso. Das Angelgerät auch. Also, ihr braucht nur hierher fahren. Und wirklich, dann, wenn ihr das mal macht, bitte bestellt von mir auch einen schönen Gruß. Sagt, ihr kommt von Jan, ihr habt das gesehen. Und dann kriegt ihr eine tolle Beratung, alles. Oh, guck mal, Wahnsinn, was das hier für Köder sind. Diese Metal Lures hier. Was ist das denn? Von Gunky auch verschieden, ne? Oh, finde ich schön. Ja, ist schon verrückt. Was es alles gibt. Also es ist. Und ich dachte, ich hätte schon viel, aber was ihr so habt, ist ja echt krass. Ich habe schon wieder ein paar Köder gesehen, die kann ich mitnehmen. Das ist gut. Eklig. Kriegen wir gleich. Das ist eklig. Man sieht sofort irgendwelche Sachen. Nur du willst ja nachher wieder einen alten Köder haben. Nur einen alten Köder gibt es hier nicht. Achso, das habe ich ganz vergessen. Ich brauche einen alten Köder. Ja, das ist schlecht. Das Einzige ist, ich müsste zu Hause mal nachgucken von meinem Vorgänger. Da stehen noch 10 Kisten rum. Ja. Da müsste ich mal gucken. Wenn ich da wirklich nochmal. Ich weiß, dass ich noch Köder habe. Da steht noch Germania drauf. Oh, das ist alt. Ganz alte. In so einer blauen Verpackung. Das ist ja die Schwierigkeit von so modernen Geschäften. Ihr seid ja ein sehr modernes, aufgestelltes Geschäft. Ja, wir packen alles. Einen alten Köder zu finden. Ja, ja, ja. Also, ja, aber ich habe von meinem Vorgänger noch, und wie gesagt, und der ist schon seit 17, 18 Jahren, ist ja schon verstorben. Und die Sachen waren da auch schon alt. Also, wie gesagt, da wird bestimmt noch was zu finden sein. Ich suche da mal was zusammen. Und wenn ich was finde, dann würde ich das Jan zuschicken. Und dann kann er das nachträglich noch in seinen Koffer reinpacken. Ja, genau, so machen wir das. Guck mal, und hier, Wahnsinn. Was ist das denn? Was ist das? Das sind Originalfische, sind das? Das ist jetzt zum Beispiel so ein Barsch mit einem Blatt vom Shatterbait. So. Das ist jetzt. Oh, jetzt. Ach, das sind die Ersatzdrillinge. Okay. Aber einer ist jetzt weg. Gut, so, wie gesagt, einmal werden die mit einem Einzelhaken geliefert. Zeig mal hier. Ja. Und wie gesagt, und noch zusätzlich mit einem Drilling, wenn man mit einem Drilling angeln möchte.
Sondern das ist dann wieder, die gibt es in Barsch, in Ukis und in Rotaugen. Die sehen unwahrscheinlich realistisch. Ist ein echter Fisch. Ich habe die schon mal gesehen in einem Store, in einem Angelfachgeschäft. Die sind so krass, aber man sieht sie sehr, sehr selten. Ja. Sehr selten. Wir hatten uns auch erst, wie gesagt, gesträubt, die zu nehmen. Und dann haben wir dann irgendwann gesagt, komm, wir versuchen es einfach mal. Ein paar haben wir verkauft. Aber haben wir auch noch nicht lange im Programm. Guckt euch das mal an hier. So, hast du den Drilling da noch hier? Ja, ich weiß gar nicht, wo der ist. Müssen wir uns mal einmal lang machen hier. Siehst du ihn? Ja, da ist er. So. Kannst du da ran? Ja, okay. Sobald das nicht verloren geht. Nicht, dass der Hund sich Weil schnappt. Einige fischen ja wirklich, genau, mit Einzelhaken auch. Dafür ist das da. Und man kann auch einen Drilling nehmen. Und ihr seht hier verschiedene Größen. Das sind wirklich alles echte Fische. Das ist so krass. Und ich war letztens in einem Angelladen. Die Sendung habe ich aber noch nicht ausgestrahlt. Deswegen, ich will eigentlich gar nicht so viel sagen, weil das habe ich schon gesehen im anderen Angelladen. Das kommt demnächst auch. Aber das ist so krass. Guck mal, das ist ein echter Fisch. Ein echtes, ja, ein Rotauge glaube ich vielleicht eher nicht, weil das ein helles Auge hat. Aber das kann natürlich trotzdem sein. Kann man so nicht mehr erkennen. Jedenfalls ein Weißfisch auf jeden Fall. Wo dann eine Tauchschaufel eingearbeitet ist, mit Epoxy umlackiert worden ist. Sehr, sehr nice. Also wirklich sehr, sehr geil. Sehr geil. Und da gibt es garantiert Leute, die das feiern und damit fischen. Sogar mit hier mit Chatterbait, sogar mit Kunststoff hier und so weiter, mit Gewicht vorne dran und so. Also das ist sehr, sehr abgefahren. Ja, hiermit noch gibt es noch einmal zum Twister-Schwanz. Ja. Absolut geil. Top. Top. Wahnsinn. Zeig mir mal dein Favorit hier. Du hast gesagt, ja, der kommt sofort. Der kommt gleich. Ja, wir sind gleich da. Zwei, drei Meter noch, dann haben Leute, wir. Leute, das ist so viel. Also allein das hier alles. Oh, Kitech, dann hier was. Das viel. Lurejunks, ja. Auch so Creature Baits und so. Auch ein sehr, sehr guter Köder. Der hier oder welcher? Ja, also wie gesagt, verkaufen wir hier sehr, sehr gut. Imitiert so eine Grundel. Davon haben wir hier im Kanal genügend von. Ach, eine Grundel soll das sein. Haben wir auch, wie gesagt, vor kurzem auf was ich eben sagte, auf Nachfrage von Kunden, haben wir damit ins Sortiment reingenommen und ja, laufen gut. Sieht richtig gut aus. Und mit den, der hat so abstehende Flossen oder was ist das? Ja. Du hast ja kaum noch welche jetzt davon. Ne? Von der Sorte nicht. Das ist die letzte Packung, ne? Ja, aber wenn du die haben willst, dann darfst du trotzdem mitnehmen. Gibt wieder neue. Du weißt, was jetzt kommt, ne? Was denn? Gewinnspiel. Ich muss dir irgendwas. Sag mal, wollen wir so ein Ding verlosen? Kannst du machen. Aber dann würden wir da nachher noch ein paar andere Sachen dabei packen. Ein so ein kleines Teil. Ja, dein Wobbler, da gehen wir gleich hin. Ja, auch. Du hast so ein speziell. Guck mal, das ist doch mega, oder was? Wir können ja mal durchgehen. Vielleicht finden wir ein paar schöne Sachen. Das kann ich dir mal so in der Live-Sendung mal. Ich mache da eine Live-Sendung drüber und verlose das mit so einem Zufallsgenerator wieder. So. Und was müsst ihr dafür tun? Ja, Hermanns Angelhütte. Kommentiert einfach Hermanns Angelhütte in den Kommentaren und dann guckt euch das mal an und dann gibt's was dazu. Auf jeden Fall. Wir suchen gleich noch ein paar Sachen zusammen. So, nehme ich schon mal. Irgendwas. So, ich packe den gleich sofort auf den Tresen. Ich hole mal eben eine UV-Lampe. Ja, hol mal eine UV. Genau, UV-Lampe. Auch gut. Kann man natürlich gut erkennen, wie die Köder dann unter UV-Licht leuchten, wie sie aussehen. Gucken, wo er ist. So, jetzt sind wir schon hier, Ilex, Wand. Es gibt einen speziellen Köder, sagst du. Den hat es früher mal von Ilex gegeben. Und da haben sie den aus dem Programm rausgenommen. Wir haben den so gut verkauft gehabt und immer so eine Nachfrage danach gehabt. Und haben dann irgendwann eine Anfrage gemacht gehabt. Und haben den dann, wie gesagt, einmal im Jahr bestellen wir dann eine große Menge von. Haben da ein paar Modelle von. Und der, wie gesagt, für Barsch und Zander ist das eine absolute... Der sieht krass aus, wenn du den anleuchtest. Ja. Na, so sieht er aus, wie so ein Barsch ein bisschen. Leute, was ist das für eine Farbe? Ja. Der fängt. Den packen wir auf jeden Fall auch dabei. Das ist ja mega, Leute. Guckt euch das mal an. Ja, da haben wir dann ein paar verschiedene Modelle von. Im Chubby Gips haben wir da drei Modelle von. Dann haben wir den Scribble noch mit zwei Modellen. Wahnsinn. Ja, das ist top. Ilex ist auch eine tolle Marke, muss man wirklich sagen. Die haben tolle Köder, tolle Hardbaits.
Leider Gottes jedes Jahr jetzt immer teurer und teurer geworden. Ja. Also das ist schon, wie gesagt, wir haben uns jetzt auch wieder erschrocken. Also das ist schon manchmal grenzwertig. Aber wenn der Köder fängt, kaufen die Leute den. Ja, ja. Ach klar. Muss man einfach haben. Ja. Ist so. So, in Kürze hier. Ach. Steeds, also von Diver? Von Diver, genau. Das sind auch so, was ist das denn? Ganz neu. Ist ein günstiges Wobbler-Programm. Sieht so neu aus, ein Blattenschwarz. Das, ja. Das ist jetzt zum Beispiel, wie gesagt, Oberflächenköder. Und sowas liegt dann bei 12 Euro. Preislich sehr interessant. Absolut. Und die sehen gut aus. Und was ist das hier? So eine Blinke oder was ist das hier? Was ist das hier, Leute? Zum Meerforellenangeln sind die. Das ist ein Komplettpaket, sage ich jetzt mal, dann sind die dabei gewesen. Der Hauptteil davon, der kommt noch. So eine Spoons sind das. Ist auch interessant, diese Spoons. Wahnsinn. Noch was für die Leute, die diese vielleicht kennen. Japanköder. Aber wenn man den Preis sieht, erschrecken sich viele. Leute, was ist das denn? 64, ja, Wahnsinn. Krass. Aber das habt ihr auch da. Ja. Dass meine Frau jetzt sehen würde. Und werden sogar verkauft, also hätte ich nicht mit gerechnet. Da habt ihr ganz viel von, guck mal. Da kommt jetzt, wie gesagt, das Programm wird auch noch erweitert, da kommt jetzt noch ein bisschen was. Ist das? Deswegen hast du den Platz hier gelassen. Und du kannst die Flosse, den Teal, kannst genau. Du austauschen. Du hast hier in dieser Packung, sind noch zusätzliche Bleigewichte sind da drin. Dann Ersatzflossen. So, und wie gesagt, und wenn dann mal eine Flosse weg ist oder kaputt ist, dann kann man die auch nochmal einzeln nachkaufen. Wahnsinn, das sehr ist interessant. Da. Diese Bleigewichte zum Beispiel, die kann man kleben. Ja, die sind jetzt in so einer Packung 10 Stück drin, wiegen 1,5 Gramm. Die kann man auch unter anderen Ködern vernünftig oder gut runterkleben. Ach, die klebt man dann einfach so unter dem Köder, um den auszutarieren? Genau. Sowas habe ich vorher von einer anderen Firma auch noch nicht gesehen, aber wie gesagt, wird auch gut angenommen. Was kostet sowas? Ich glaube 5 Euro so eine Packung, 4,99 Euro. Ja. Man hat natürlich den Preis, ne? Aber ist natürlich gut, weil die laufen unwahrscheinlich realistisch, diese Köder. Und deshalb sind sie auch so teuer. Ja. Und da gibt es richtig, Leute, da gibt es richtig Fans von. Also wirklich Fans, die das feiern, die damit fischen. Übrigens gibt es Köder von einigen, die noch deutlich mehr kosten. Genau, also deutlich. Hier gibt es noch welche von, die liegen bis 200, 300 Euro. Da kriegen wir jetzt auch ein paar noch von. Ja. Wahnsinn. Dann der gute Nace-Köder, der Wobbler. Ja, der ist auch da. Und da, guck mal, was ich da noch sehe. Weißt du, was ich da sehe? Die Paste, stimmt. Die Paste. Guck mal da. Meine Lieblingspaste ist auch da. Und hier ist ein Rennangeln. Ja, das ist heftig. Aber wie gesagt, das ist wunderbar. Funktioniert. Das ist richtig, richtig gut. Oh, herrlich. So, und das ist natürlich auch ein Traum, ne, oder? Sieht gut aus. Toll. Fast alles vorrätig. Ja, das ist schon Wahnsinn. Wahnsinn. Hier so ein paar Messer und so weiter. Ein Messer, ein paar Poolbrillen. Und da, guck mal, da. Pff, Wahnsinn. Da geht es ja noch weiter. Die hast ja die ganzen Rollen da in der Vitrine. Ja, genau. Hier ist dann ein bisschen hochwertiger. Hier haben wir dann, wie gesagt, das dann auch so ein bisschen nach Marken sortiert. Ein paar Shimano-Rollen, dann haben wir die Loose-Rollen da. Auch super gute Rollen. Also super gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Kann ich nur jedem raten, wenn ich mal einen Baitcaster holen möchte. Da gibt es auch wirklich Rollen, für die wirklich 4 Gramm werfen können für 250 Euro. Hast du da eine? Euro. Zeig mal eine. Ja, selbstverständlich. Zeig mal eine, wenn du die hast. Weil das ist auch immer so ein Thema. Dieses Baitcast wird immer mehr. Also der aktive Raubfischangler. Immer mehr Leute sehe ich, gerade Jugendliche, viele, die wirklich mit so einer Baitcaster losgehen. Und, Leute, weißt du, was wie leicht die ist? Ja. Und da gibt es noch leichtere von. Die eine ist leider jetzt ausverkauft. Das ist so leicht. Ich sehe hinten Magnetbremse auf jeden Fall dabei. Dann ist es eine Linkshand-Baitcaster mit einer Carbon-Kurbel, sehe ich gerade hier. Das müsste Carbon sein. Und deswegen ist die ist so leicht, Leute. Das ist krass. Richtig krass. Richtig gut. Und da haben wir so ziemlich auch alles von da. Auch alles lagermäßig noch da. Wahnsinn. Dann haben wir hier Elektrorollen. Elektrorollen? Ja, auch jetzt ganz frisch reingekommen. Letztes Jahr fast gar nicht dran zu kommen. Das ist denn für den... Für die Norwegen-Angler. Die richtig tief fischen. Die mal in die Tiefe wollen, richtig, genau.
die zu faul sind zum Kurbeln. Ja, oder vielleicht die auch eine. Ich kannte mal einen, der hat auch eine Behinderung gehabt am Arm. Ja. Das wäre dann auch wunderbar. Ja. Ne? Auf jeden Fall. Ein ist auch gerade so wirklich für die älteren Leute, sage ich jetzt mal, wirklich eine Erleichterung. Kosten so. Natürlich auch ihr Geld, aber. Ja, gut, aber es funktioniert gut. Und hier sieht man eine Calcutta Conquest, auch richtig gute Linkshandrolle. Also Calcutta gibt es seit vielen Jahren von Shimano, toll. Ja. Und da haben wir, wie gesagt, Aldebaran habt ihr, Metanium. Ja, ich glaube, dass wir mittlerweile fast alle, wir haben sogar noch Curados, wir haben alles lagermäßig da, fast ziemlich jede Baitcaster-Rolle von Shimano noch da haben. Diver ebenfalls, von der Steeds angefangen. Und dann die Limited haben wir auch noch da. Limited, Wahnsinn. Das ist ja so ein. Du darfst jetzt auch mal in der Hand nehmen, dann weißt du, was leicht ist. Oh, Leute, ist das mega. Leute. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Was ist denn das? Ich kann leider nur eine Hand frei, weil ich die Kamera halte. Aber du glaubst gar nicht. Wahnsinn, wie leicht das ist. Sonst film du doch mal ganz kurz. Guck mal, musst du nur einmal so halten. Das hier. So, ja, musst du nur halten. Leute, das ist unglaublich. Wie leicht die ist, wirklich. Also, es ist schon ein Knaller. Und allein das System, wenn ich werfen will, ich drücke hier rauf. Und jetzt ist es so, dass, ihr seht es an der Schnurführung vielleicht, da kommst du mal ganz dicht dran. Die Schnurführung, und zwar, ich klicke hier drauf und jetzt ist die Schnurführung breiter und ich kann ganz leicht werfen. Ich habe also deutlich weniger Reibung, als wenn ich jetzt einkurbeln würde. Jetzt kurbel ich hier ein und die Schnurführung verteilt die Schnur ganz parallel auf diese Rolle. Und durch diesen Klick hier vorne, jetzt kann ich ganz weit werfen. Also das ist schon Endstand. Also das ist schon ganz weit oben im Sortiment und ich gebe sie gleich wieder zurück, sonst nehme ich die auch noch mit. Das ist mega. Ja, krasse Rolle, wirklich. Aber kostet natürlich auch. Richtig, ne? Aber ihr habt alles da, wirklich, also für jeden, der irgendwie auch mal Interesse hat, sowas zu fischen, so High-End-Gerät. Curado habt ihr da, Zertit habt ihr da. Genau, die Exist, Luvia, alles da. Die Exist, alles da. Wahnsinn. Jetzt geht's aber weiter. Da geht's noch weiter, da haben wir die Stella, die Twin Powers. Twin Powers. Die Vanquish, Sustain, eigentlich auch alles da. Stella ist da. Stella SW. Stella SW, genau. Also, mein Gott. Twin Power auch eine schöne Rollenserie, die ganzen Multi-Rollen dazu. Calcutta dann auch nochmal. Dann zum Salzwasserangeln. Ja, ist mega. Sag mal, du bist auch der Lotte, ne? Ja. Bist du mein Hund jetzt? Mein erstes Auto. Süße. Gut, und Schnüre haben wir eigentlich auch alles da, was benötigt wird. Ja. Da habt ihr alles, ne? Also Diver sehe ich hier. Stroft? Ich hab sogar Stroft da. Ja, guck mal. Stroft GTPI. Tolle Line, kann ich dir sagen. Sogar die S habt ihr da. Wow. Also das ist schon gut. Also das ist eine. Wenn ihr mal eine Schnur haben wollt, also das ist so mein Ding. Diese Schnur ist absolut mein Favorit. Schöne Grüße, André, falls du zuschaust. André Giermann von Stroft. Also diese Schnur hier ist wirklich Endstufe. Das ist mit einer der besten Schnur, finde ich jedenfalls. Und das ist die S2 mit 6 Kilo. Die ist ultra glatt. Richtig nice. Kostet natürlich auch dementsprechend, aber ist mit Abstand eine richtige Tournament-Schnur, wenn man das dann macht im Tournament. Und da habt ihr auch noch Schnur. Die habt ihr auch noch. Monofilo Schnüre haben wir dann auf der Seite. Auch die GTM ist dabei, ja, von Stroff. Auch toll. Ja. Also ist schon schön. Wahnsinn. Und das sind deine, guck mal, da sind deine Pokale. Ja. Das ist alles gewonnen hier. Guck mal da. Ah. Championships. Wahnsinn. Oh. Ja, war so ein gutes Erlebnis. Ja, ne? Es war Spaß. Auf jeden Fall. So, ich liebe ja Wettkämpfe. Ich mag das ja auch gerne. Dieses Drumherum auch. Ne? Ja, dieses mit den Jungs zusammen. Jetzt habe ich die Möglichkeit nochmal wieder im April mit dem Tamataro-Team nach Irland zur Club-WM zu fahren. Ja, mal gucken. Ja, mach das. Ja, auf jeden Fall. Mach das. Okay, wir gehen noch ein Stück weiter, weil du hast noch viel mehr. Wir haben noch viel mehr. Also wir sind jetzt locker über eine Stunde Video schon. Ne? Also ich musste einmal schneiden, weil alles ich ich musste einmal gegen die Kamera aus, weil mein, ich weiß ja, mit dem Handy filme ich das gerade. Hast du deinen Akku mitgebracht wieder zum Laden? Hab ich das Lied hier? Nein, weil mein Wecker ging an. Ich weiß nicht, warum ich den Wecker gestellt hatte, keine Ahnung. Ja, weil du ja sonst halt deinen Akku immer bei den anderen Angelläden geladen hattest. Ja, den habe ich gerade gefragt. Das ist voll. Das habe ich gerade während der Fahrt geladen. Gut. Das ist gut. So. Nein, aber hier, das ist ja Terminal Tackle jetzt alles. Ja. Wahnsinn.
Guck mal, das sind auch wieder locker 50 Meter hier. Was ist das hier? Das ist mega. Das ist krass, ey, der Laden. Deswegen haben die viele haben kommentiert, ich soll hierher fahren. Weil da werde ich Augen kriegen, haben das, sie das ist schön. Wahnsinn. Hört man gerne. Ja, ihr habt eine tolle Fanbase da. Ne? Ja. So. Also ich denke mal, wir haben viele Stammkunden und wie gesagt, wir pflegen das auch. Und ja, da sind wir auch stolz drauf. Absolut. Ja, natürlich. Guck mal hier, Wahnsinn. So, jetzt gehen wir mal lang hier. Das alles, also... Ja, da haben wir dann Tungsten alles. Das wird auch immer mehr, ne? Ja. Dieses, ne? Tungsten. Ja. Das kennt bestimmt auch jeder Raubfisch oder jeder versierte Raubfischangler. Strofniti. Also, wie gesagt, für mich beste Stahl, was es gibt. Und das kannst du wunderbar... Kannst du knoten. Musst du jetzt nicht irgendwie mit einer Klemmhülse machen, das kannst du so knoten. Das ist einfach losen. Mach das mal rein da. Ein so ein Ding. Was meinst dann du? Dann haben wir 30 Kilo, 35 immer Kilo. Ein, ich weiß nicht, was willst du nehmen? Mir egal, sag du. Ja, sonst hier 3 Kilo, 4,9. Eigentlich reicht das doch, 4,9. Oder das, für den Hechtangler ist das gut, ne? Ja, das ist schon besser. Ja, das ist dann so für die Barschangelei, das ja, ist das für ist die schon Hechte. Gut. Packen wir, das wir losen? Können wir gerne machen. Komm, dann könnt ihr das mal auch testen auch. Und was wichtig, wenn ihr das gewinnen solltet, was müsst ihr dafür tun? Einfach Hermanns Angelhütte natürlich kommentieren. Richtig. Dann. Und dann werden wir das verlosen und einfach mal auch Erfahrungsbericht. Also nicht nur, also auch mal fischen und einfach mal schreiben vielleicht irgendwie, wie das war. Das würde mich mal interessieren. Also ich kenne das, das ist ein gutes System. Werden Sie von begeistert sein. Ja, ja, absolut. Ja, toll. Und das, guck mal hier, was Wahnsinn, was Sie haben hier. Meerforellen. Ist das Meerforellenangeln? Ist das wirklich so ein Thema hier? Ich meine, wir sind weit weg von der Küste. Ja, es gibt ein paar Leute, die da hinfahren. In Holland auch bestimmt, ne? Nee, Holland weniger. Ja, okay. Ja, also wir sind wirklich viel an der deutschen Küste. Ja? Ja. Okay, Wahnsinn, Leute. Guck mal hier. Also sämtliche Blinker, Wobbler gibt es hier. Auch hier das ganze Programm. Dann Predax habt ihr hier. BKK. Snaps drumherum. Drillinge, BKK. Also alles. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Irre Auswahl, muss ich echt sagen. Die ganzen Haken jetzt. Boah. Kamakatsu. Auch das volle Programm hier. Ja. Ist ein guter Haken. Sehr scharf auch. Guck mal, die ganzen Haken hier. Boah. Wahnsinn. Ja, ihr habt ja viele Aalangler auch und so, ne? Die ist auch. Ja, aber ja, hier wird noch wirklich viel auf Aal gegangen. Und hier sind die Bestände auch noch relativ gut. Gut, ja. Ja, ja, die Leute, die sich damit beschäftigen, die machen, die fangen, gut, ne? Die machen gut Beute, ja. Ja. Und Offset-Haken hier, guck mal, ganz viel hier. Hayabusa. Da wieder Kamagatsu da oben. Ganzen. Auch hier sehr gut hier. Das Offset hier, super. War ja auch verschiedene Dropshot-Haken auch nochmal da. Ah, ist schon gut. Die ganzen Drillinge hier. Oh ne, Kamagatsu. Quantum. Boah. Das ist eine Menge, ne, was ihr so habt, ne? Ja, manchmal denkt man zu viel, ne? Was ist denn, wenn Ware kommt? Muss ich alles wegsortieren? Dann seid ihr immer ständig dabei, ne? Ja, auf jeden Fall. Das ist viel Arbeit, ja. Ne? Diese ganze Regalpflege und so, das ist schon alles Arbeit. Aber also das sieht gesagt, alles ordentlich bei euch aus. In der Saison, da muss man es dann wirklich vor der Arbeit machen oder nach der Arbeit, sonst kommt man da gar nicht mehr zu. Ja. Kommst du selbst noch zum Angeln? Ja, du machst doch diese Meisterschaft. Letztes Jahr war ich sehr, sehr oft los. Ja, ne? Nimmst du die Zeit dann einfach? Ja, da habe ich mir die Zeit genommen. Du hast gute Jungs. Aber ich wusste aber auch letztes Jahr, du kannst das jetzt noch mal einmal machen. Ich bin jetzt vor 4 Wochen Papa geworden. Oh, Glückwunsch. Ja, danke. Und da wusste ich, dass das jetzt erstmal ein bisschen ruhiger wird. Das habe ich letztes Jahr nochmal ausgenutzt. Aber wie gesagt, ich nehme schon ein, zweimal die Woche die Zeit und verangeln. Ja, ja. Muss man auch machen. Gerade wenn man hier arbeitet. Das ist nämlich gruselig, wenn die Leute alle reinkommen und sagen, ich habe das gefangen. Und man selber ist hier im Laden und will auch angeln gehen. Ja, aber gut. Ich sag mal so, wenn man seinen Beruf oder sein Hobby zum Beruf machen kann, dann gibt es einfach nichts Schöneres. Ja, na klar. Wahnsinn, Leute, guckt euch das mal an. Was es hier alles gibt. Also von Stopperknoten
Perlen, jetzt kommen die Futterkörbe, hier unten sind Knicklichter, jetzt kommen die ganzen Posen, sämtliche Sachen hängen hier oben, Gummistiefel, ganzes Board voll, also alle Größen, da hast du glaube ich alle Größen. Ja, da ist alles da, bis einschließlich 50. Man merkt, du hast einen Hof, deswegen Gummistiefel. Ja, die braucht jeder Angler. Die braucht jeder Angler. Das sind so Thermostiefel, sind wirklich gut und auch zu empfehlen, habe ich auch. Ja, doch, wollte auch nochmal Gummistiefel, alles voll. Wahnsinn, was ihr hier habt. Die ganzen Hardbeats jetzt, klar, FZ, da kommt man nicht. Kennt jeder. Da kommt man nicht drum herum, da muss man einfach haben. Die Spinne dazu, unten die Gummifische, ja, Wahnsinn. Maps, sogar einzeln alles in der Tüte. Mensch, macht ihr das alles, macht ihr das selber? Ja. Macht ihr, ne? Weil sonst kenne ich das zum Lose. Ja, ist ein Durcheinander. Dann bleiben die Preise da nicht vernünftig drauf kleben. Wir haben sie schön abgepackt. Ja, alles so in Tüten, finde ich schön und das sieht ordentlich aus, das sieht vernünftig aus, ne? Wahnsinn, wie gepflegt das. Also da wirklich ganz, ganz... Oh, der sieht auch gut aus. Ne? Oh, so eine echte Kur. Ja, super. Guck mal, und hier nochmal. Spitmap. Auch wichtig. Ja, das ist schon krass. Ja, toll. Also wirklich, muss ich echt sagen. Schönes Fachgeschäft. Und hier geht es ja noch weiter. Mensch, oh Gott. Jetzt kommen ja die ganzen Jigspinner und so der weiter. Nace da oben, Deracoop. Von Ilex, einer der bekanntesten auch dann. Da könnten wir auch noch einfach in die Verlosung packen. Wer macht das? Guck mal hier, sucht ihr einen aus, Jan. Ich soll meinen aussuchen. Ja, ja. Welchen würdet ihr nehmen? Vielleicht könnt ihr mal kommentieren. Also wer jetzt richtig kommentiert, na, welchen soll ich nehmen? Wo geht meine Hand hin? Also ich liebe Barsch-Dekor, sag ich dir ganz ehrlich. Also ich finde Barsch einfach, weiß ich nicht warum, weil Barsch sind der Kannibalen. Also hier so, der, ja, oder der sieht auch gut aus. Der hier, lieber? Was meinst du denn? Diesmal entscheidest du. Der sieht gut aus. Fangen tun sie alle. Der sieht gut aus hier. Guck mal hier. Den nehmen wir. Gut, packen wir ja, den. Top. Packen top. Wir den da gleich auch noch rein. Guck mal hier, und hast du hier ASPE natürlich hier. Von Spruch. Ich glaube, das war so ziemlich der erste Jigspinner, den es ja damals gegeben ja hat. Ja. Dann haben wir den damals, da gab es noch, die waren noch in der weißen Verpackung, gab es den noch. Dann haben wir den mal. Da unten hängen sogar noch ein paar. Das ist, glaube ich, schon fast unser ältester Köder hier. Echt jetzt? Aus der alten Verpackung? Ja, das können wir dazu. So, und dann haben wir die schon, wollten wir sie schon aus dem Programm rausschmeißen und dann ist irgendwie vor ein paar Jahren das da mit den Jigspinnern immer mehr geworden. Guck mal, mit hängt noch drauf. Ja. Mit Hank Simons noch drauf. Wie alt schätzt du den ungefähr? 16 Jahre. 10 Jahre? Guck mal, dann kriegst du noch hier richtig. Und das ist auch eine tolle Farbe hier. Ja, und diese Farbe gibt es immer noch hier. Komm, packen wir auch noch dabei. Die Farbe? Hier, den Grün. Hier, das ist hier selten. Diese Farbe hier. Ja, komm. ASP, komm. Nehmen wir den auch noch dazu. Oh, schön. Haben wir ja ein schönes Paket, Mensch. Also kommentiert, lasst mal ein Like da. Abonniert den Kanal und vor allen Dingen kommt hier vorbei. Und kommentiert auch Hermanns Angelhütte. Also richtig krass. Und Schnur hast du auch alles, Mensch. Und Schnur, Blei. Alles, Fluorocarbon auch denn hier von Spruch natürlich. Alles da. Habe ich hier noch einen kleinen Geheimtipp. Oh. Auch für die Aalangler. Das ist eine kleine Kiste. Ja. So, wir nutzen die für die Würmer. Hier packen wir unsere Würmer rein. Die kriegen hierdurch vernünftig Luft. Ach so, das ist so ein Gitter. So genau. Und ist das stabil? Genau, das ist auch fest. Das kommt sogar von euch. Ja, ja, ist Cresta. Cresta, ja, ja. Wie gesagt, das ist sehr, sehr gut verkauft. Gibt es dann auch noch ein Groß. Ne? Mega. Packen die da einfach nur mit Erde ihre Würmer genau rein? Genau, du kannst auch deine Maden da reinpacken. Ach. Wenn man mal eine größere Menge Maden haben möchte, kann man auch die Maden reinpacken. Also ich weiß, dass Cresta von uns, das kenne ich zum Beispiel noch gar nicht. Das finde ich ja gut. Also, und wie gesagt, wir angeln auch viel mit Würmer und nehmen dann auch mal ein oder zwei Kilo Würmer mit ans Wasser. Und die können wir dann in diesen Boxen reinpacken und mit ans Wasser nehmen. Ach, da machst du das hier. Guck mal, das finde ich ja mega. Und das ist nicht gar nicht so groß, ne? Nee. Diese Box, ne? Die kann man, glaube ich, falten. Kann man die falten? Ja, gut. Könntest du zur Not die zusammendrücken. Die stellt sich dann immer wieder in die Ausgangsposition. Ja. Also wirklich ein schöner Artikel. Schön, ja super. Guck mal, das gibt's hier auch. Mal hier, und die Schnur, Zubehör. Ja, haben wir die Stropfschnur und auch Kleinspulen, die dann sich selbst Vorfächer basteln wollen. Dafür wird's auch gerne genommen. Dann noch Stroff, Fluorocarbon. Auch Wahnsinn. Ja, also schön. Sehr, sehr schön.
So ganz. Ach, jetzt kommt die Jig-Spinner, nee, die. Dann Chatterbaits. Chatterbaits, genau. Chatterbaits habt ihr auch da. Verschiedene. Ja. Wird ihr auch immer mehr mit den Chatterbaits? Ja. Gerade so für die Polderangler. Absolut, absolut. Ein Köder, der richtig Druck macht auch, den man wirklich durchleiern kann und der macht richtig bam, bam, bam. Ne? Also er spricht voll die Seitenlinie an. Durch die Frequenz und braucht man allerdings als Tipp von mir immer eine vernünftige Rolle, die das auch kann, weil das geht unwahrscheinlich auf die Rolle, gerade bei Stationärrolle. Genau, mittlerweile machen sie viel mit der Baitcaster auch. Ne? Dafür ist es besser. Also Baitcaster deutlich besser. Stationärrolle ist schwierig, weil da wirklich die Schläge, das ist so ein Krach im Wasser, der macht so viel Druck. Toll. Jetzt zeige ich dir noch was dann. Vielleicht kennst du das schon. Hier kannst du aus dem Gummifisch quasi einen Wobbler mitmachen. Oh. Das ist jetzt kleiner. Das haben wir die aufgerissen, das sind die auch verlosen. Das ist jetzt ein kleiner Haken. Ist das aufgerissen, kannst du nicht mehr verkaufen. Die kannst du nicht mehr verkaufen, nein, die ist aufgerissen. Die kannst du gerne mitnehmen. Die müssen wir. Kommt jetzt auf eine Packung nicht drauf an. Wie gesagt, das ist das hier. Ein Jigkopf. Der Jigkopf, der hat dann, wie gesagt, vorne eine Taufschaufel. Okay. Hier hinten steht auch nochmal drauf, wie gesagt, es gibt verschiedene davon. Mit verschiedenen Neigungswinkeln, wie tief die dann laufen. Ach so, okay. Und dann sieht man es jetzt hier zum Beispiel auf dem Gummifisch aufgezogen und dann kannst du den Gummifisch wie einen Wobbler führen. Ach so, das ist ja auch eine tolle Idee. So, dann hat das so man hat dann in dieser Packung, wie gesagt, da sind dann drei solche Jigkappen sind da drin. Ja. Und zusätzlich nochmal Gewichte dazu, die sind dann auch noch mit drin. Die sieht man nicht, die sind dann immer da hinter der Packung hintergesteckt. Aber die Gewichte macht man dann hier mit drauf, denke ich mal, ne? Nee, die kannst du... Oder wie? Nee, oder steckt man die in den Gummifisch rein? Genau, die kannst du in den Gummifisch rein. Ach so, okay. Ja, hier unterm Bauch zum Beispiel. Oder lieber vorne nochmal unter dem Jigkopf. Ja, toll. Ja, dann nehmen wir die kann man eh nicht mehr verkaufen. Weil wir so aufgerissen haben. Mensch, Leute, lasst mal Like da unbedingt. Also das ist wirklich gut. Jetzt reicht's auch. Jetzt haben wir genug für euch zum Verlosen. Wir gucken mal, vielleicht können wir ja. Auch tolle Chatterbaits hier, ja. Z-Man, also wirklich klasse Dinger. Dann natürlich LNLB dabei, Nace dabei, klar, Nace Runner und so weiter. Das kennt ihr, fängt, wird gerne gekauft. Auch Western hier, auch große, ne? Also auch das ist ja richtig, Mann, ist das ein bisschen, das ist so ein Riesending. Und meine Hand mal dagegen so. Also richtig groß auch. Wirklich schön. Krass, 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 krass. Guck mal, jetzt guckt er gleich hier. Ja. Ist auf alles Ordnung ist und dann sortiert er gleich ein bisschen. Ne? Ja klar, man geht auch so diesen Laden. Auch wenn man mit Kunden durchgeht, man sieht was, man hier jetzt auch wieder, hier ist auch wieder eine Packung verkehrt, dann steckt man sie eben dahin, wo sie hingehört. Ja. Und das ist das, was viele Leute, wenn die im Angelland, gar nicht so sehen, was man so machen muss als Verkäufer. Weil, ja, es ist ja auch, es schlägt einen ja auch. Wenn man jetzt hier vorsteht, das ist so viel, jetzt sieht man sich irgendwie so einen Köder und hängt ihn vielleicht dahin und dann sieht man den Köder halt nicht mehr. Also in der nächsten Sekunde wird das nicht mehr sehen. Deshalb eine Bitte auch von mir, wenn ihr im Angelladen seid, ihr könnt alles anfassen auch, aber hängt es wieder richtig zurück. Weil das wäre gut, ne? Das ist wirklich immer ein Albtraum so, wirklich. Das ist so viel Arbeit, so eine Warenpflege, Regalpflege, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie viel Arbeit das ist. Ne? Und ich kann da echt auch ein Lied von singen. Ich habe das ein paar Jahre gemacht, ich weiß das. So, und hier, guck mal. Sprite Pro, auch mega, super, auch super, mega, 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 mega gut, ja. Mann, seid ihr gut aufgestellt. So, ja, schon, ist schon nice, wirklich toll. Dann die großen Pickjets und so habt ihr auch. Auch bekannt dann auch zum Hechtangeln. Ja, nimmt man dann. Ja, hier auch nochmal Köder dann hier von Zack Fishing. Savage Gear. Klar, darf nicht fehlen. Sämtliche Köder. Wahnsinn, du. Wahnsinn. Mr. Pike, MacPike. MacPike ist das. Zwar Zonka, okay. Ja, tolle Auswahl. Das Schlimme ist, es kommt immer noch mehr und mehr. Man weiß gar nicht mehr, wo man mit den ganzen Sachen bleiben soll. Ja, ne? Ja, es ist so, wenn Neuheiten kommen und so, aber ihr habt die Möglichkeit, also ihr habt viel Platz, aber es ist alles, hat ja alles irgendwo seinen Platz, muss man immer gucken, ne? was dann vielleicht rausgeht und so, was man irgendwie anders hängen muss und so. Ja. Und jetzt kommen die Klamotten, habt ihr auch was?
Guck mal, so ein bisschen, ja, so ein bisschen. Oh, guck mal hier. Sogar das gibt's hier. Oh, hier. Hier trägt Salah immer. Der Salah, der liebt diese Mütze hier. Ja, packen wir sie auch dann aus dem USA-Programm. Ja? Ja, ja. So, guck mal, so eine Mütze könnt ihr. Guck mal hier. Von Spruch. Kann auch jeder Angler gebrauchen. Das ist echt top, ne? Auch gerade im Sommer und so weiter. Trägt Salah mehr gerne die Mütze. Na schön, Mensch, guck mal. Da habt ihr alles da. Mein Favorit. Kann ich jedem nur anraten, wer sich wirklich mal einen vernünftigen Schuh kaufen möchte, um auch am Wasser, sag ich mal, oder auch für die Spinnangler, den habe ich selber und davon bin ich so absolut von überzeugt. Ist zwar nicht ganz günstig, der Schuh, im Grunde, aber absolut top. Also ich kriege da keine Schweißfüße drin, nichts, also nur zu empfehlen. Das sind ja, glaube ich, auch ganz leicht, ne? Das ist eine, ja, ein bisschen Gewicht hat er schon, aber stabil auf jeden Fall. Ja, also ganz, ganz bequem zu tragen. Die kommen, wie gesagt, mehr oder weniger aus dem Segelbereich. Da werden sie viel genommen. Ja, schön. Tida. Klasse. Und bekleidet natürlich auch so. Der moderne Angler, der zieht sich auch dementsprechend an. Ja, ich bin da auch immer sehr auffällig, was das angeht, mit meinen Hardbaits. Und hier gibt es auch schöne Bekleidung. Auch Unterwäsche sehe ich. Also alles Karpfenbereich, sehr viel. Ja, Wahnsinn. Ne? Was geht denn nochmal weiter da? Was ist das für ein krasser Laden, dieser Mann? Das ist also mega, mega. Wie gesagt, Zelte haben wir auch, nur wie gesagt, keinen Platz zum Aufbauen. Also wie gesagt, wenn wirklich mal einer Interesse hat und ein Zelt haben möchte oder irgendwelche anderen Sachen hier nicht findet, einfach melden. Wir haben einige Sachen auf dem Lager, weil einfach auch zu wenig Platz ist, um hier alles zu präsentieren. Ja, oder kommt einfach vorbei. Das ist viel einfacher. Kommt vorbei hier, schaut euch alles an, klappt die Zelte hier auf. Guck mal, Wahnsinn. Das ist so viel. Interessante Sachen. Wels. Wels auch? Wird auch immer mehr. Immer mehr bei euch? Ja, auch hier. Auch hier, auch hier. Kommen hier große Welse vor? In der Ems, ja. Und ja. Da werden auch mehrere Fische über 2 Meter im Jahr gefangen. Echt? Ja. Boah. Also ein sehr, sehr gutes Welsgewässer mittlerweile. Das ist heftig. Und viele, ne? Wie gesagt, an der Eisel fahren sie viel hin. Das ist auch ein sehr, sehr guter Welsbestand. Oder viele fahren zum Rhein hin. Ja, der Rhein. Aber da ist schon, auch schon seit Jahren. Das ist da schon nicht richtig, genau. Richtig gut. Ja, ja, ja. Wahnsinn, ne? Und deswegen auch Wels wird immer mehr. Da gibt es wirklich Experten, die gehen wirklich gezielt auf Wels. Also machen die. Ja. Also richtig gezielt, ne, mit dem Programm. Haben dann ein großes Boot, richten sich dann ein wie so ein Hausboot und dann gehen sie damit los. Wahnsinn. Oh, hier ein Stück weiter. So jetzt verschiedene Systeme dann auch hier. Ja, wie gesagt, so für die Hechtangler. Das zum Deadbaiten im Winter. Und jetzt kommen wir zur Forellenabteilung. Auch das. Libra Lures sind da. Wahnsinn. Ja, da musste ich mich jetzt letzte Woche selber von überzeugt, dass es ein guter Köder ist. Warst du am Forellensee? Ich habe immer gesagt, ich fahre nie wieder zum Forellensee, aber mit einem Kumpel bin ich am Freitag da gewesen und ich habe gesagt, Powerwert packe ich nicht an, ich will nachher nicht aussehen mit diesem alten Glitzer, wie was weiß ich. Und dann habe ich gesagt, gib mir mal einen guten Köder. Da hat er mir dann so eine Larve hat er mir gegeben. Und die habe ich am Haken dran gehangen und habe da wirklich gut mitgefangen. Hätte ich nicht mitgedacht, dass man mit so einem alten Gummiwurm was fangen kann. Das ist ein eingelegt. Ja, also wir, das ist jetzt Knoblauch. Ich hatte mit Banane geangelt. Banane? Nicht Banane, Entschuldigung. Käse. Käse, okay. Entschuldigung, Käse war das. Stank auch bestialisch, aber wie gesagt, Knoblauch habe ich gesagt, das packst du erst gar nicht an. Aber wie gesagt, hat funktioniert. Hat mich wirklich selber überrascht. Aber das ist auch mal das Schöne jetzt, wie gesagt, man hat da selber mal eine Erfahrung mitgesammelt und kann es jetzt den Leuten auch wieder weitergeben. Weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als den Kunden irgendwelche Geschichten zu erzählen. Und den irgendwas vorzugaukeln, wo man. Er muss schon überzeugt sein. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht gibt es ja sogar Banane. Könnt ihr ja mal kommentieren, gibt es Banane davon? Vielleicht, kann ja sein. Also von den Trautjahre auf jeden Fall. Von den Liberulus weiß ich jetzt nicht. Also da haben wir jetzt Käse und Knoblauch von. Ja, top. Ja, muss man haben. So. Das Forellenangeln mache ich auch gerne. Gerade jetzt in der jetzigen Zeit einfach. Einige haben ja schon Zeit, einige Bundesländer bei Raubfisch und so weiter. Und das ist eine gute Abwechslung. Also ich mache das ganz gerne mal. Muss ich wirklich sagen, was Spaß. Gerade mit Pose fischen oder sowas. Oder mit Spoon so aktiv. Ja, mit Spoon haben wir gar nicht mitgehabt, wir haben nur mit der Pose. Aber wenn die Pose weggeht, ne, ja, so tack, geht weg. Hat Spaß gemacht. Ja. Und ihr habt ja auch schöne Auswahl hier, gerade was Forellen angeht. Forellenangeln, die ganzen Pasten habt ihr da und so. Guck mal hier,
Ist auch ein Thema, also fängt auch, habe ich auch die Erfahrung machen müssen. Ich weiß nicht, warum die Forellen drauf beißen, aber sie beißen einfach drauf. Das ist so. Weil sie dumm sind vielleicht. Ja, ja. Ja, so dumm. Mama ist gar nicht so einfach, ne? Also muss schon. Nein, das stimmt. Aber irgendwie die, was ist das denn da? Socken. Polarsocken? Ja. Auch hier wirklich ein super guter Artikel. Cool. Also wir haben viele Frauen, ich glaube, die Frauengröße ist auch schon wieder ausverkauft, die sie dann einfach auf dem Sofa oder zu Hause auch anziehen. Ja, top. Gibt's alles hier. Wahnsinn. Und alles voll Forelle. Ja gut, das ist ein Thema für sich. Also Forellen müsst ihr... Also ich finde es immer schön, mal eine Abwechslung. Und es gibt ja unwahrscheinlich viele Köder. Aber du hast da alles da. Guck mal, Wahnsinn. Ganze Forellenabteilung. Mit den ganzen Haken dazu, mit den ganzen Spinnerblättchen und so weiter, Perlen und was es da alles gibt. Mega. Hier geht es ja auch nochmal weiter. Ganze Lockstoffe. Oh, alles voll. Krass. Echt krass. Wahnsinn. So, jetzt hier kommen die Durchlaufblinker und die Spoons. Guck mal. Auch ein Tipp von mir, wie gesagt, Durchlaufblinker, die Presten. Meiner Meinung nach mit das Beste, was es gibt. Und die ganzen Teige, Wahnsinn. Allein die Teige, ne? Was es da so aber gibt. Da sieht man, ne, mal wieder, wie verrückt der Angler ist. Dann gibt es wieder irgendwie, was weiß ich, neue Fruchtfarben und der Angler kauft sie. Dann gibt es Lakritz und ich weiß nicht, was es mittlerweile alles davon gibt. Das ist verrückt. Ja, ja. Das ist so viel. Ja, so. Ja, gibt es auch viel. Von Troutmaster gibt es auch schöne. Ja, Top-Köder. Die sind auch gut, ne? Ja. Die drehen sich so, ne? Das ist so ein Köder. Ja, so ein Double Spin, der rotiert einfach. Den so. Kannst du auch einen Anfänger gut mitgeben, der muss nicht viel können. Den kannst du einfach, wie gesagt, durchs Wasser ziehen. Und ja, ja. Wie gesagt, und die Leute haben ihren Fang erfeucht damit. Ja, das ist echt gut. Dass das so funktioniert, das spricht auch voll die Seitenlinie an bei den Forellen. Und die gibt es in interessanten Farben. Und der Waldemar bei uns, Waldemar Merigan, der fischt damit sehr, sehr viel, erfolgreich. Auch den Insi-Spin. Also das ist natürlich auch, der rotiert auch so. Ja, genau. Und meine, wo ist denn meine Lieblingsfarbe nochmal? Ich habe da auch so eine Farbe gehabt. Aber ich glaube hier, das ist ja so meine Farbe. Damit habe ich sehr gut gefangen. Dann in 2,5 Gramm meine ich sogar. Aber gut, das ist aber die gleiche Farbe. Auch richtig gut. Nein, das ist der, den du meinst, Jan. Nee, ja, gar nicht, weil der ist gedreht. Ja. Ah, es gibt ja so viele. Und du hast eine riesige Auswahl hier. Wahnsinn. Allein die Teige, Leute. Guckt euch das mal an. Und alles ordentlich, sauber drauf hier. So, mein Gott, nochmal. Paladin. Und das ist wieder nach Marken so sortiert. Habt ihr das Marken sortiert? Ja, alles? Genau. Troutbeet. Wahnsinn. Boah. Ist das viel? Guck mal, jetzt hier ist das ganze Meeresprogramm. Ja, genau, da ist dann unsere Meereswand. Die wird aber jetzt zum Frühjahr, wird jetzt noch mal einmal wieder auf Vordermann gebracht. Das ist aber mega, was du hier hast. Also dann, klar, da kommen neue Produkte vielleicht rein, ne? So. Aber ja, das sieht schon alles ordentlich aus. Also da ist alles toll. Unglaublich. So, und jetzt hier die ganze Auswahl mit Jigköpfen und so weiter. Wahnsinn, was hast du für einen Laden? Hier, guck mal, hier ist noch mehr. Was ist das hier alles jetzt hier? Da können wir noch reingehen, oder? Ja, ja, da gehen wir gleich noch mal einmal rum. Okay. Da geht es dann zu den Karpfensachen. Ach so, ja. Guck mal, Leute, Jigköpfe. Guck mal, alles so schön sortiert. Ihr seht das hier an dem... Und das ist ja auch immer so eine Sache. Richtig zurücklegen, wichtig, ne? Weil ja, das ist so, ne, da ist... Aber guck mal hier. Alles, also... Sämtliche Haken... Die Haken, die wir jetzt hier lose haben, die haben wir dann auch nochmal in der Verpackung. Aber wie gesagt, es gibt ja viele Leute, die wirklich dann nur für den Fisch, den sie mitnehmen wollen oder für die paar Fische dann gezielt die Haken für haben wollen. Dann können sie sich die einzeln nehmen. Ansonsten, wie gesagt, haben wir sie da mehrfach verpackt. Auch verblistert, alles verpackt, genau. Sämtliche Haken. Wahnsinn. Boah, das ist viel. Ja, zu den Haken kann ich auch vielleicht noch mal was sagen. Das ist, wie gesagt, ein Haken, der wird hier in Deutschland gemacht. Ist keine 20 Kilometer von hier entfernt, macht die jemand. Und wo er damals damit angefangen ist, mit den Haken, die Master Jigs, hat er gesagt, Andreas, komm, hast du Lust, die mit ins Sortiment reinzunehmen? Ich habe gesagt, bevor du sowas unterstützt. Der wohnt hier in der Nähe, oder hat die Firma in der Nähe? Ja, länger.
Ach so, okay. Er hat früher selber mal einen Angelladen gehabt, hat dann sich da ausgeklinkt und macht jetzt, wie gesagt, die Haken. Seine Garage umgebaut. Und da habe ich sofort gesagt, komm, ich mache das, finde ich gut. Schön. Guck mal, ist auch sogar auf Facebook. Und du kannst auch deine Wünsche äußern. Ne? Wir haben zum Beispiel Leute, die damals den Ohnerhaken haben, den du nirgendwo kriegen konntest, hat er uns den Ohnerhaken besorgt und gemacht. Jetzt, wie gesagt, neu BKK. Also, wie gesagt, wir können ja mal da auch einer von beipacken oder zwei Packungen. Kannst du gerne machen, such doch was aus. So ein, wenn du mal irgendwie hier. So Standard oder so irgendwie. Einmal ein 10 Gramm und einmal ein 7 Grammer. Können die Leute auch alle gebrauchen. Haben wir hier 7 Gramm. So, letzten. Packen wir die auch noch dabei. Super, guck mal, Leute, was für ein Sachbrett hier, Mensch, das ist toll. Wunderbar, mega. Guck mal, das hat hier, das ist ja auch Wahnsinn. Da habt ihr auch die ganzen Haken. Ja, auch gute Haken. Ja, klar. War leider letztes Jahr oft nicht lieferbar. Ist eine Schwierigkeit gewesen. Ja, gewesen, aber jetzt sind sie ja fast alle wieder da. Ja, ja, sind alle da. Und auch übel stabil. Dann verschiedene Größen. Hier auch wieder, Mensch, hier guck mal. Monkey Hooks. In Farbe dann. Rot, schwarz, grün. Westin dahinter. Die ganzen Pilger habt ihr hier da. Wahnsinn. Ja. Guck mal. Was ist hier? Gibt hier Packköderfische. Packköderfische, ne? Köderfische. Stinte, Sardinen, Makrelen, Rotaugen. Dann für den Deadbeat-Fischer oder genau. Sowas, ne? Ja. Der kann dann hierher kommen, Beute ist so einige sogar noch kühl gelegt. Genau. Und Köderfische hier. Ja, klasse. Wahnsinn. Ich gehe mal wieder rum hier, so. Jetzt gehen wir mal hier nochmal. Und dann können wir nochmal nach oben gehen. Nein, sag nicht, da gibt es noch eine Treppe. Du machst mich fertig hier. Aber da ist noch nicht viel. Ach, okay. Boah, ist Wahnsinn. Das ist so viel, Leute. Hermanns Angelhütte. Guck mal, so eine Rutenbänder hier hat er sie machen lassen. Schön. Toll. Bin ich froh, dann zeig, sag ein bisschen was dazu. Das ist alles Karpfen jetzt, ne? Ja, das ganze Karpfenprogramm. Ja gut, hier dieser Method-Bereich, das gängigste Preston Guru. Boah. Dann haben wir da oben noch ein paar Schlafsäcke. Sag mal hier, das. Also alles, was der Karpfenangler so benötigt. Da haben wir die Kanzelheizung. Ist auch immer noch Seven Oaks im Winter ein gern gefragtes Produkt. Machst du mit Gas betreiben oder ja, wie läuft genau. Das? Achso, machst du eine Gasflasche ran und dann? Genau, kannst du so eine kleine dran packen, die kannst du mit ins Zelt packen. Viele Jäger nehmen sie mit auf den Hochsitz. Ach so, okay. Kannte ich noch gar nicht. Cool. Toll. Ja, wie gesagt, Kochtöpfe und Essgeschirr und ja, alles, was wie gesagt der Karpfenangler oder der Angler, der am Wasser schlafen möchte, gut gebrauchen kann. Was es alles gibt. Ventilator. Was es alles gibt, das ist so krass. Also gerade bei den Karpfenanglern, modernes Camping am Wasser. Ja. Alles da, hier oben die Schlafsäcke in verschiedene Varianten. Mega. Was habt ihr hier für einen Warenbestand? Mein Gott, Mama, ist das viel. Und alles aufgeräumt. Das ist, ich wundere mich, alles aufgeräumt. Hier ist echt keine Frau im Laden? Nein, keine Frau. Die das macht so? Zumindest das ist nicht zum Arbeiten. Ja, Wahnsinn. Dass ihr das so hinkriegt, alles ist eine Menge Arbeit. Da musst du das aber auch alles im Griff haben hier, weil das ist wirklich boah, viel. Sehr viel. Guck mal hier. Boah. Die ganzen Blei und so. Hier ein paar Zelte als Foto dann bestimmt. Ja, genau, die habt ihr alle, ne? Die Zelte, die wir dann vorrätig haben. Ja, ne? Die habt ihr ja, dann alles. Ein paar Bissanzeiger. Bissanzeiger dann in der Vitrine. Delkim, ganz bekannt natürlich. Ja. Highpots, Rotpots. Bridge Monkey. Auch so eine Marke, ne? Ja. Kommt auch immer mehr. Ja, auch gerade so diese Sandwich Maker und so, ja. die sind ja. Schon gefragt. Ja, ja, ja. Kommt immer mehr. Ja, schön. Du machst so ein Kaffee-Ding sogar hier. Ist für Kaffee von Fox. Könnte ich mal einen Kaffee machen? So ein Ding habe ich im Camp auch. Wunderbar. Zack, zack. Mega, sehr schön. Jetzt hast du gesagt, geht's nur nach oben. Jetzt können wir noch nach oben gehen, da hat man dann nochmal von oben einen schönen Überblick. Ja, zeig das mal, genau.
Leute, zwar, wie gesagt, was ist das? Ist wohl aufgeräumt, aber da ist ein bisschen alles jetzt vorgestellt. Oder das Lager ein bisschen aufgeräumt. Du hast ja alles aufgeräumt. Also hier, also ja, das ist hier. Guck mal hier von Freestyle sogar. Den hast du, den Spundwandkescher. Ja. Dropnetz extra, den in 2.0. In klein und groß. Tolles, tolle Sache gerade, wenn man von steilen Brücken aus angelt, von Spundwänden aus angelt. Jetzt geht's hier hoch, Leute. Guck mal hier. Das habe ich gar nicht gesehen, diese Treppe. Was ist das für ein krasser Laden? Haben wir einen Überblick von oben. Na, erstmal hier, was ist hier? Den Überblick zeigen wir euch gleich. Weil das ist jetzt... Jetzt weißt du, warum ich gesagt habe, du bist nicht aufgeräumt. Was ist einfach, das? Ja, einfach alles zu vorgestellt. Das ist, wir müssen jetzt erstmal ein bisschen verkaufen, bevor wir da was einkaufen. Ja, Wahnsinn. Ich mache mal ein bisschen Licht an, oder einfach das nicht ganz so dunkel. Obwohl, du hast hier, das blendet so ein bisschen in die Kamera rein. Na, vielleicht kann ich es wieder ausmachen. So, also besser so. Ohne. Aber Wahnsinn, was für Cash du hier hast hier. Alles voll. Und Routentaschen und so weiter. Das heißt, wenn ihr einen Cash haben wollt, wenn ihr eine Routentasche haben wollt, irgendwas, hier werdet ihr garantiert fündig. Wahnsinn. Guckt, dieser Spundwandcache haben wir von Rapala da, von Westin da, von Fox da. Alles voll. Also genug, ihr habt genug. Die Saison geht los jetzt langsam, ne? Ja. Jetzt fängt es an. Ja gut, ich denke mal noch so vier Wochen oder so. Vier Wochen sowas. Noch, dann fängt es an. Ne? Aber ja. Man muss sich jetzt schon vorbereiten. Ja. Das ist so. Ich denke, wir sind gut vorbereitet. Ja. Ja, sehr, sehr krass. Guckt mal, jetzt zeige ich euch mal den Blick hier. Guckt euch das mal an. Was ist das für ein krasser Blick? Guckt mal, man kann schön erkennen, wie breit auch schön die Gänge sind. Wahnsinn. 800 Quadratmeter Ladenfläche und ja, tolle Auswahl, muss ich wirklich sagen. Krass, richtig krass ist das. Mega, also mega, mega Fachgeschäft. Ich will gleich Belastungstest hier. Was ist das hier? Was ist die Belastungstest? Ja, nee, die geht gar nicht mehr gerade. Die Rutenriegel haben sich auch schon verdreht. Nein! Ja, das Ding hängt da seit, weiß nicht, 3 Jahren dran oder seit 4. Also wie gesagt, wir nehmen das auch nicht mehr ab. Also die Achso, die ist hier eingespannt und ja, jetzt genau. Ist er einfach so, guck mal. Ja, die Kurve der Route ist auch. Da warst du keine Angst, dass es runterkommt mal irgendwann. Die hält, ne? Die das hält. Ist Glas. Das hält. Guck mal hier. Das ist Belastungstest. Und die Schnur auch. Nee, das, nee, nee, die, ach, Schnur, die ist nicht. Ja nicht, das dran. Ist vorne im Rutenring. Ach ja, okay, genau. Genau. Dann bin ich gespannt, wann das Ding wiederkommt. Irgendwann löst sich vielleicht der Ring. Dann sag ich dir Bescheid. Das, ist, das kann ein paar Jahre dauern. Ja, guck mal, das könnt ihr auch erleben hier. Einfach so ein Ding festgemacht. Spundwandkescher festgemacht. Krass. Mann, mega. Ja, mega. Also wirklich, geh ruhig vor, sonst komme ich hinterher dann. Gehen wir mal wieder runter. Also wirklich ein tolles, tolles Fachgeschäft. Und der Blick ist hier, ist wirklich Endstand. Also das muss man wirklich sagen. Wahnsinn. Wahnsinn. Allein der Setzkescher hier. Oh. Der ist schon ein paar Meter. Oh. Ja. Toll. So. Ja, vielen Dank, Mensch, für den tollen Rundgang. Alles gut. Wir haben zu danken. Also wir haben ja ein bisschen was. Wo haben wir die Sachen jetzt? Ja, wir legen sie hier mal einmal auf den Tisch. Dann können die Leute noch mal einmal gucken. Genau. Guck mal, das. Das alles gibt es hier. Das ist auch mega. So eine schöne Mütze von Spruch. Kannst du ja noch unterschreiben. Kann ich machen, gerne. Ja, können die Kunden ja schon. Ach ne, dann ist wenn, ja, wenn ihr das. Wir können das ja dann machen. Ich mache das dann in der Live-Sendung und wenn derjenige das möchte, kann ich gerne hier unterschreiben, ja. Auch und sowas. Kein Problem. Oder in der Innenseite. Auf jeden Fall. Tolle, tolle Sache. Ja, vielen, vielen Dank. War richtig mega. Ihr beide hier auch, ne? Also richtig schön hast du das gemacht. Auch toll. Und ja, lasst auf jeden Fall ein Like da, lasst ein Abo da. Und wenn ihr hier in der Nähe seid, ihr müsst hier unbedingt vorbeischauen, weil der Laden ist echt Endstand, das sage ich euch. Viele, viele tolle Köder, modern. Ja. Alles, was also wir sind eigentlich immer auf dem Laufenden, wir haben eigentlich immer alles da, was aktuell ist. Der neue Vodelbel Kescher ist gerade gekommen. Was ist gekommen? Der Vodelbel Westin Kescher. Der ist gerade gekommen, der ist ganz neu. Zeig mal her, das Ding. Jetzt verstellbar. Drehen und dann kann man den wirklich auf einer Position festhalten und hier auch nochmal ausziehbar. Ach, kannst du auch verlängern? Den kann man immer verlängern und auch so wirklich stabil. Ja. Kann den nutzen, wie ich will. Die sind jetzt ganz neu.
Ja, toll. Wir sind gerade gekommen. Und gummiertes Netz, ne? Vor allen Dingen auch. Ne? Das kommt immer mehr, das gummierte Netz. Ne? Finde ich auch schön. Fast nur noch. Fast nur noch, ne? Ja. Fast nur noch. Fischhund. Ja, also schaut ihr auf jeden Fall vorbei. Vielleicht seid ihr ja mal irgendwann hier in der Nähe. Ja, lasst da ein Like, lasst ein Abo da. Denkt an das Gewinnspiel. Das werde ich dann irgendwann machen in so einer Live-Sendung. Ja. Dann vom Camper aus wieder. Ich bin ja jetzt viel unterwegs. So, und wenn ihr eine Idee habt, wo ich vielleicht noch hinfahren soll und ihr habt ein tolles Fachgeschäft, irgendwie was ihr kennt oder was auch immer, von euch kann man ja so viele Vorschläge. Ich war ja geflasht. Ich musste ja hierher fahren. Das ging ja nicht. Ich hab immer gehofft, vielleicht kommt er irgendwann mal, aber gewusst hatten wir so gar nicht. Nee. Ich kündige mich ja nie an. Ja, also kommentiert das, ich lese mir jeden Kommentar durch. Schöne Grüße. Ja, und denkt immer dran, Zeit ist Fisch. Genau so ist das. So, vielen Dank. Mensch. Ach, alles gut. Wir danken. Trink gleich meinen Kaffee weiter. Weil der steht hier noch, mein Kaffee. Du kriegst einen neuen. Kalten Kaffee. Ja, ein bisschen warm dazu, das geht schon. Ich freue mich. Danke euch. Was für ein tolles Fachgeschäft. Leute, lasst mal ein Like da. Mega.